Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Podiumsgespräch zum Thema Deportation der Jüdinnen und Juden aus Württemberg und Hohenzollern nach Riga, die sich nächste Woche am 1. Dezember zum 80. Mal jährt. Mein Name ist Katrin Hammerstein, ich leite den Fachbereich Gedenkstättenarbeit bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und gemeinsam mit mehreren Kooperationspartnern veranstalten wir heute diese Gesprächsrunde, nämlich mit dem Haus der Geschichte Hotel Silber, mit der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber, der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen in Baden-Württemberg und dem Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb. Ja, unsere Veranstaltung hätte eigentlich im Hotel Silber stattfinden sollen, musste pandemiebedingt allerdings ins Digitale verlegt werden. Wir freuen uns aber sehr, dass Sie auch auf diese Weise nun teilnehmen. Den 1. Dezember hatte ich eben schon erwähnt. 1941 wurden an diesem Tag etwa 1000 Jüdinnen und Juden aus Württemberg und Hohenzollern von Stuttgart aus nach Riga deportiert, im damals deutsch besetzten Lettland. Und sie waren aus vielen verschiedenen Orten aus dem ganzen damaligen Gau Württemberg-Hohenzollern nach Stuttgart gebracht worden. Schon Ende November begann das und sie waren dort in einem Sammellager auf dem Killesberg interniert worden. Von dort wurden sie dann eben am 1. Dezember zum inneren Nordbahnhof verbracht, von dem aus die Deportationszüge dann losfuhren. Denn diese Deportation stellt auch den Auftakt zu den systematischen Deportationen aus Württemberg und Hohenzollern dar. Insgesamt wurden bis 1945 über 2500 Jüdinnen und Juden, außerdem mehr als 250 Sinti und Roma vom Nordbahnhof in Stuttgart aus deportiert. Ja, um die Geschichte der ersten Deportation von 1941 näher zu beleuchten, haben wir mehrere Gäste eingeladen, mit denen wir heute ins Gespräch kommen wollen. Namentlich sind das Elke Bannerback, Friedemann Rinke, Dr. Martin Ulmer und Professor Roland Müller. Wir stellen Ihnen die Gäste auch gleich näher vor. Zunächst übergebe ich das Wort aber an meinen Kollegen Andreas Schulz, auch von der Landeszentrale für politische Bildung, im Fachbereich Gedenkstättenarbeit, der den Abend heute mit mir moderieren wird. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie hier heute Abend ganz herzlich willkommen heißen. Bevor wir in den inhaltlichen Teil einsteigen, möchte ich noch zwei technische Anmerkungen vorweg machen. Zum einen darf ich Sie daran erinnern, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird und wir bitten Sie daher, Ihre Mikrofone und Kameras ausgeschaltet zu lassen. Die zweite Anmerkung betrifft die Fragen, die Sie gerne an die Referentinnen und die Referenten heute Abend stellen können. Hierfür würde ich Sie bitten, dass Sie Ihre Fragen in den öffentlichen Chat schreiben oder mit einer Privatnachricht an Lea Berg vom Haus der Geschichte. Wir werden Ihre Beiträge im Laufe des Abends bündeln und dann im letzten Teil der Veranstaltung an die Referentinnen und die Referenten richten. Nun möchten wir aber in das Thema des heutigen Abends einsteigen. Was erwartet Sie heute Abend? Wir möchten zum einen natürlich die Opfer der Deportation zu Wort kommen lassen und über ihre Erfahrungen sprechen. Wir möchten aber auch die Täter in den Blick nehmen, die in der ehemaligen Gestapo-Zentrale im Hotel Silber und darüber hinaus im besetzten Osten Europas agiert haben. Zudem widmen wir uns mit unseren Gästen der Erinnerungskultur in Stuttgart, im heutigen Württemberg und darüber hinaus auch in Riga. Und unsere Gäste möchten wir Ihnen jetzt natürlich einmal vorstellen. Elke Bannerback hat Bildhauerei und Architektur in Nürtingen und Stuttgart studiert. Ihre Diplomarbeit hat sie einem Konzept für die KZ-Gedenkstätte im alten Engelbergtunnel in Leonberg gewidmet. Seitdem hat sie sich immer wieder mit Themen rund um die Erinnerungskultur beschäftigt. Als Vertreterin des Mauthausen-Komitees Stuttgart war sie 2008 Gründungsmitglied der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber und seit 2019 ist sie nun hauptamtliche Geschäftsführerin des Vereins. Darüber hinaus ist sie auch als Geschichtsvermittlerin und Guide in der Dauerausstellung des Hotel Silbers tätig. Guten Abend, Elke Bannerback. Friedemann Rinke ist Historiker und seit 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Hotel Silber. In diesem Zusammenhang hat er auch umfangreich zum Personal der Gestapo und zu dessen Handeln recherchiert. Viele seiner Ergebnisse sind in die Ausstellung im Geschichtsort Hotel Silber eingeflossen.
Als Kurator der Ausstellung hat er sich auch mit der Frage nach dem Beitrag der Tätergeschichte für die Vermittlungsarbeit auseinandergesetzt, über die wir auch später noch ins Gespräch kommen werden. Guten Abend, Friedemann Rinke. Guten Abend. Gut, dann kommen wir zu unserem dritten Gast. Dr. Martin Ulmer ist seit 2012 Geschäftsführer des Gedenkstättenverbunds Goyen-Neckaralb und Mitglied im Sprecherrat der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen in Baden-Württemberg. Er hat sich auf vielfältige Weise intensiv mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Seine Promotion zum Beispiel befasst sich mit dem Antisemitismus vor 1933 in Stuttgart. Sie ist 2011 publiziert worden und er ist Mitherausgeber des sehr umfangreichen Buchs Ausgrenzung, Raub, Vernichtung, NS-Akteure und Volksgemeinschaft gegen die Juden in Württemberg und Hohenzollern, das 2019 erschienen ist. Und auch außerhalb dieses Bandes hat er vielfach zu Themen der NS-Geschichte und zur jüdischen Regionalgeschichte publiziert. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ulmer. Herzlich willkommen. Später wird dann noch Professor Roland Müller zu unserer Runde hinzustoßen, der uns über die Erinnerungskultur in Riga, also an dem Ort, wo die erste Deportation hinging, informieren wird. Andreas Schulz wird ihn dann näher vorstellen. Viele kennen Herrn Professor Müller ja auch bereits. Beginnen möchten wir unsere Gesprächsrunde jetzt mit einem Zitat, und zwar mit einem Auszug aus einem Bericht von Hannelore Marx, die 1922 als Hannelore Kahn in Stuttgart geboren wurde und sich am 1. Dezember 1941 unter den Deportierten befand. Sie wurde später in das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig verschleppt, das sie glücklicherweise überlebt hat, und im Mai 1945 wurde sie befreit. Als kurze Bemerkung noch vorweg, es wird im Laufe des Abends noch weitere Zitate und Berichte geben und gelesen werden sie alle von Linda Huber, die derzeit Praktikantin bei uns im Fachbereich Gedenkstättenarbeit ist. Bitte, Frau Huber. Am Nachmittag des 27. November hatte sich ein Großteil der Juden aus Württemberg bei der neu eingerichteten Reichsgartenschau einzufinden. Dieser Gebäudekomplex am Rande der Stadt war von einem wunderschönen Park umgeben und es gab dort eine große Versammlungshalle. Wir hatten allerdings keinen Blick auf die Schönheit der Umgebung. Mit unseren Rucksäcken wurden wir in dieser Halle zusammengepfercht. Am 1. Dezember um 3 Uhr morgens wurden wir aus der Versammlungshalle mit Lastwagen zum Nordbahnhof gefahren und in total überfüllte Personenzüge verladen. In jedem Waggon waren Türen und Fenster verschlossen. Es gab keine Möglichkeit zu entfliehen. Die Toiletten im Zug waren verstopft und zugefroren und wir hatten kein Wasser zum Spülen. Während der Nacht hielt der Zug an einigen wenigen Bahnhöfen. Pro Waggon wurde ein Mann ausgewählt, der die Erlaubnis erhielt, Wasser für seine Leute zu holen. Das Wasser war nur zum Trinken. In den frühen Morgenstunden des 3. Dezember hielt der Zug in einem kleinen Bahnhof namens Schiratowa, der zu Riga gehörte. Die Türen wurden entriegelt und geöffnet. Draußen warteten SS-Männer in ihren schwarzen Uniformen. Sie schrien uns an, Juden, raus, 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 immer wieder. Sie schlugen mit langen Holzstöcken auf die Leute ein, die herauskamen und nur mit Mühe gehen konnten, nachdem sie 3 Tage und Nächte lang zum Sitzen gezwungen gewesen waren. Ich war völlig entsetzt von diesem Empfang und schob Papa und Mama vor mir her, immer bedacht, dass wir zusammenbleiben. Der Boden war schneebedeckt und es war sehr, sehr kalt und rutschig. Einige der älteren Leute fielen, aber niemand durfte ihnen aufhelfen. Ja, vielen Dank, Frau Huber, für dieses sehr eindrückliche Zitat von Hannelore Marx. Bevor wir über die Deportation selbst sprechen, möchten wir zunächst den Blick auf die Situation der Jüdinnen und Juden aus Württemberg und Hohenzollern vor 1941 richten. Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten gab es ja auch in Württemberg und Hohenzollern zahlreiche antijüdische Gesetze, mit denen das NS-Regime die Jüdinnen und Juden immer weiter ausgegrenzt und verfolgt hat. Hinzu kamen Pogrome wie etwa dasjenige 1933 in Kregling, wo Heilbronner SA-Leute 2 jüdische Kaufmänner ermordet hatten, und selbstverständlich die reichsweiten Pogrome im November 1938. Spätestens ab diesem Zeitpunkt hatten viele Jüdinnen und Juden versucht, aus dem Deutschen Reich zu fliehen. Allerdings ist vielen diese Flucht nicht gelungen. Herr Ulmer,
Sie haben sich ja mit der Geschichte der Jüdinnen und Juden in Württemberg und Hohenzollern auseinandergesetzt. Wie erging es denn denjenigen Jüdinnen und Juden, die es nicht geschafft hatten, zu flüchten? Alle Juden waren nach der und Jüdinnen waren nach der Reichspogromnacht, wurden ghettoisiert und saßen spätestens seit dem Kriegsbeginn zusehends in der Falle. Es gab eben nach der Pogromnacht eine Massenflucht aus Deutschland und auch aus Württemberg und Hohenzollern. Und die Frage war eben, ob die Juden und Jüdinnen noch fliehen konnten. Zahlreiche Gesetze verschärften nach dem Pogromterror die Lage der Juden. Flächendeckende Berufsverbote und Ausplünderungsabgaben, ich nenne hier die Judenvermögensabgabe, die Silberabgabe, die Reichsfluchtsteuer, die Dekoabgabe und weitere Abgaben, führten zur Verarmung der jüdischen Bevölkerung. Hinzu kamen Maßnahmen der totalen Ghettoisierung und totalen gesellschaftlichen Isolation. Zum Beispiel das Gesetz zum Mietverhältnis der Juden vom Mai 1939 separierte Jüdinnen und Juden in sogenannte Judenhäuser. In Stuttgart mussten beispielsweise 1000 Menschen in 290 belegte Häuser mit jüdischen Eigentümern ziehen. Die jüdische Bevölkerung durfte keine Auto mehr fahren, keine Radios mehr besitzen und ihre Telefone wurden gesperrt. Ausgangssperren in den Nachtstunden seit Kriegsbeginn im September kam hinzu, dann im September 1941 folgte das Tragen des Judensterns und das Verbot, den Wohnort ohne polizeilichen Genehmigungen zu verlassen. Das heißt, sie waren richtig dann isoliert und sie waren dann eben auch an dem Wohnort gebunden. Die Freiheitsrechte waren komplett weg. Die Lebensmittel wurden den Juden gekürzt, dann auch mit Kriegsbeginn, und sie durften zum Beispiel in Stuttgart nur noch in einem sogenannten Judenladen in der Seestraße einkaufen seit April 1941. Und da kam es zu besonderer Demütigung, dass sie dann häufig dann nur Schweinefleisch dort bekamen, um Juden zu demütigen. Eine Reihe von Juden wurde zur Zwangsarbeit herangezogen. Die Hannelore Marx, ihr Bericht ist hier schon genannt worden, von der Linda Huber, schrieb in ihren sehr beeindruckenden Erinnerungen, die vom Barbara Staudacher Verlag in Warbrexen 2005 publiziert wurden. Ich zeige den Band hier kurz. Seite 41, ich lese ein kurzes Zitat vor, wenn man dann dort einbekommt, wie es denn den Opfern erging. Zitat: In der Zwischenzeit war uns alles verboten. Schon lange vorher durften wir nicht mehr in Sportveranstaltungen, ins Kino, Theater oder in ein Restaurant gehen. Aber nun stellten auch die meisten Einzelhändler Schilder auf, Zitat: Juden sind hier nicht erlaubt, Zitat Ende. Klassenkameraden und Kinder, mit denen wir aufgewachsen waren, grüßten uns nicht mehr. Niemand sprach mit uns, aus Angst gesehen zu werden, aus Angst denunziert zu werden. Menschen, denen Mama, also ihre Mutter, mit Lebensmitteln und Kleidern geholfen hatte, als sie in Not waren, wandten sich in Hass gegen uns. Und weiter, alle waren Zeugen der Judenverfolgung, aber alle hielten den Mund aus eigennützigen Interessen oder weil sie Angst hatten. Die lokalen NS und regionalen NS-Funktionäre drängten auf die sogenannte judenfreie Städte und Landkreise. 1941 wurden 6 Zwangsaltenheime in Württemberg eingerichtet und die jüdische Bevölkerung, vor allem in kleineren Orten, wo nicht so viele jüdische Menschen lebten, teilweise in kleinere Orte dann konzentriert, wie zum Beispiel Heiterloch. In den bewachten jüdischen Zwangsaltenheimen, zum Beispiel in Eschenau bei Heilbronn, herrschten Hunger, Kälte, Krankheit und Verzweiflung. Eine Reihe von alten Menschen starben dort noch vor der zweiten großen Deportation nach Theresienstadt im August 1942. Begleitet war diese Ghettoisierungspolitik als Vorstufe der Deportation von einer maßlosen öffentlichen Hetzpropaganda. Besonders seit Kriegsbeginn, als das NS-Regime die deutschen Juden und das internationale Weltjudentum als Kriegstreiber diffamierte.
Viele Juden konnten wegen Mangels Fluchtmöglichkeiten, und zum Beispiel, wenn sie kein Visum in einem Land bekamen, oder die restriktive Ausreisepolitik der Nationalsozialisten nicht mehr rechtzeitig fliehen. Noch 1941, bevor die Auswanderung im Oktober vom Reichssicherheitsamt im Oktober 1941 verboten wurde, kämpften Verfolgte mit den Finanzbehörden und der Gestapo um die notwendigen Dokumente, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, um die sie zur Ausreise brauchten. Das heißt, Finanzbeamte haben durch die verspätete Versand oder den Nichtversand von Unbedenklichkeitsbescheinigungen zum Beispiel auch dazu beitragen, dass es gibt einzelne Beispiele, wo man deutlich sagen kann, dass diese Finanzbehörden dazu beigetragen haben, dass diese Menschen nicht rechtzeitig fliehen konnten. Die Juden saßen in Deutschland in regelrechten als 1942 in der Falle, sie konnten nirgends mehr hin. Sie mussten in der Situation auf das Kommende warten, auf die Deportation. Sie saßen in der die Situation war schier unerträglich. Sie wussten auch nicht, wie es weitergeht. Vielen Dank. Bis dann die Deportation 1941 folgte, Herr Ulmer. Sie haben sich ja, das haben wir eben schon gemerkt, auch mit den zahlreichen Berichten von den Deportierten beschäftigt, wie etwa mit dem von Hannelore Marx. Später werden wir auch noch weitere Beispiele von Ihnen hören. In manchen dieser Berichte spielen ja auch die Erfahrungen der Deportation, also die Situation auf dem Sammellager beim Killesberg in Stuttgart oder auch am inneren Nordbahnhof in Stuttgart eine Rolle. Herr Ulmer, könnten Sie vielleicht skizzieren, was die Betroffenen denn über diese Orte bei der Deportation berichtet haben? Also es gibt eben den Bericht von Hannelore Marx, also dieses Buch, das ich jetzt hier schon erwähnt habe und gezeigt habe. Es gibt auch einen Bericht vom Viktor Marx, haben dann später nach 1945 geheiratet, die wissen beides, Riga-Überlebende, und die berichten übereinstimmend. Also die jüdische Mittelstelle, die musste provisorisch das Sammellager in der Ehrenhalle des Reichsgartenschaugeländes am Killesberg einrichten. Das Matratzenlager in 8 Reihen zu 125 Personen, das herrschte eine drangvolle Enge und Elend. Die Ankommenden mussten sich einer entwürdigend Leibesvisitation unterziehen von den Gestapo-Beamten, die das durchgeführt haben, und zum Beispiel Kriminalpolizistinnen. Die Frauen mussten sich zum Teil nackt ausziehen, wie es in diesen Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft nach 1945 bekannt ist. Die Betroffenen, die Opfer, fanden in der Zeit vom 27. 28. bis zum 30. November kaum Schlaf dort, weil ständig Deportierte aus württembergischen Orten eintrafen, wie es Viktor Marx in seinen Erinnerungen geschildert hat. Gegen 3 Uhr morgens am 1. Dezember 1941 gingen dann die LKWs vom inneren Hauptbahnhof zum inneren Hauptbahnhof, und es gab dann, dort standen 20 ungeheizte Personalabteilwagen bereit, es herrschte eine drangvolle Enge. Und es war auch kein Verlasser, wie es eben auch die Hannelore Marx in ihren Erinnerungen schreibt, möglich. Dieser große Transport war bewacht vom Leiter des Judenreferats Hans Koch, dem brutalen Gottfried Mauch, als auch ein Gestapo-Beamter, der sich schon in der Kommunismusbekämpfung einen Namen gemacht hat, und 12 Schutzpolizisten. Insgesamt wurden 1013 Menschen deportiert. Es war ein Durchschnittsalter, es waren Jüngere bis 65 mit Familien und viele Kinder darunter. Das Durchschnittsalter dieses Transports war bei 43, und von diesen über 1000 Menschen haben nur 43 die Todeslager überlebt. Die Opfer wurden in der Weise getäuscht, dass man etwas als Umsiedlungsaktion, die erste Deportation hat man auch als Umsiedlungsaktion getarnt, und die wurden auch damit getäuscht, nicht nur mit diesem offiziellen Begriff der Umsiedlung, sondern auch, dass eine ganze Reihe von Gepäck und Arbeitsgerät mitnehmen konnten, was bei der zweiten und bei den folgenden Deportationen nicht mehr möglich war. Ja, vielen Dank, Herr Ulmer, für den Blick auf die Situation der Opfer.
bei und unmittelbar vor und bei der Deportation. Wir werden später auch noch auf andere Berichte zurückkommen. Sie hatten ja eben schon angedeutet, dass nicht nur die Gestapo, sondern auch zahlreiche andere Akteure an dieser Ausgrenzung und Verfolgung und letzten Endes auch an der Deportation der Jüdinnen und Juden beteiligt waren. Und diesen Blick auf die Täter, den möchten wir jetzt ein bisschen genauer in den Fokus nehmen. Genau, den lenken wir den Blick auf die Täterseite nochmal etwas verstärkt. Die Deportation aus Stuttgart im Dezember 1941 und auch die folgenden Deportationen waren ja Teil einer ganzen Welle von Deportationen aus dem Deutschen Reich. Aus vielen Städten gingen Transporte in den von Deutschland besetzten Osten Europas und die Befehle dafür kamen von der Reichsebene aus dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Und kam in Stuttgart dann im Hotel Silber an, wo sich ja die Gestapo-Zentrale für Württemberg und Hohenzollern befand. Bevor wir auf die genauen Abläufe 1941 und die Beteiligung der Gestapo an den Deportationen näher eingehen, schauen wir vielleicht erst nochmal auf die Vorgeschichte des Hotel Silber. Und dafür würde ich mich jetzt gern an Herrn Rinke wenden. Wie kam es denn dazu, dass sich der Sitz der Gestapo dort befand? Und was ist das für ein Gebäude, in dem sich heute der Geschichtsort Hotel Silber befindet? Ja, vielen Dank. Von meiner Seite schade, dass wir nicht vor Ort sein können. Dann könnte man das natürlich ein bisschen anschaulicher machen, deswegen auf diesem Wege. Das Hotel Silber, die Geschichte des Hotel Silbers als Polizeidienstsitz beginnt tatsächlich in der Weimarer Republik schon 1928 mit dem Einzug des Stuttgarter Polizeipräsidiums in diesen Bau in die Stuttgarter Innenstadt. Teil dieses Polizeipräsidiums ist eine relativ kleine Abteilung, die politische Polizei, unter der man damals vielleicht am ehesten so eine Art Staatsschutz verstehen könnte. Also es sind so etwas über 60 Männer und Frauen, die für diese Abteilung arbeiten. 1933 dann wird diese politische Polizei personell extrem schnell vergrößert. Also das Personal verdreifacht sich letztlich. Was dann dazu führt, dass bereits Ende 1933 das Hotel Silber sozusagen zu klein wird. Diese politische Polizei verdrängt alle anderen Polizeisparten aus dem Hotel Silber, sodass ab 33 das Hotel Silber eben alleiniger Dienstsitz dieser politischen Polizei ist, die eben sehr schnell sozusagen zur Stütze der neuen Machthaber umfunktioniert wird und dann später umbenannt wird in geheime Staatspolizei, also Gestapo. So kamen sie im Grunde ins Hotel Silber. 33 und in den ersten Jahren ist tatsächlich die erste Aufgabe dieser politischen Polizei allerdings ganz klar der Kampf gegen den politischen Gegner. Das kann man vielleicht zusammenfassen, KPD, SPD, Gewerkschaften. Die ersten großen Verhaftungswellen 1933 richten sich gegen diese Gruppen, die dann im Wesentlichen in den neu errichteten Lager auf dem Heuberg inhaftiert werden zunächst mal. Das ist der klare Fokus am Anfang. Allerdings wissen wir sehr wohl, dass auch zu diesem frühen Zeitpunkt schon die politische Polizei, wie gesagt, für diesen Zeitraum benutzt sich noch diesen Begriff, sie wird erst später in Gestapo umbenannt, aber es ist sozusagen dasselbe eigentlich, zu diesem Zeitpunkt sich sehr wohl schon an antijüdischen Maßnahmen beteiligt und sozusagen es als ihre Zuständigkeit auffasst im Grunde. Das vielleicht bezeichnendste Hinweis dafür, auch der erschreckendste vielleicht, ist ein Bericht der politischen Polizei, auch aus dem Jahr 33 bereits, aus dem Herbst, in dem die sogenannte Judenfrage diskutiert wird aus Sicht der politischen Polizei und dort tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schon sozusagen die physische Vernichtung, die Ermordung der Juden als Lösung dieses Problems angedacht wird. Es wird in diesem Bericht verworfen, diese Möglichkeit, aber es ist doch dahingehend bezeichnend, dass man also erstens bereit war, zumindest in Gedanken diese Enthumanisierung zu denken bereits. Ne? Und es ist eine Allgemeinweisheit, dass solchen Taten natürlich Gedanken vorgelagert sind und die sind im Hotel Silber hier sozusagen fürs Jahr 1933 tatsächlich schon nachweisbar. Es dauert dann eine Weile, so ganz genau datieren können wir das gar nicht, wann die politische Polizei oder Gestapo sozusagen eine eigene Zuständigkeit für Juden erhält. Das wird wahrscheinlich so um 1935
der Fall gewesen sein. Auch das kann man an Berichten ablesen. Dort tauchen dann zum ersten Mal wirklich regelmäßig diese Kategorie Juden auf, wenn sie zum Beispiel an die Zentrale in Berlin berichten. Also Mitte der 30er Jahre bekommt dieses Thema für die Gestapo Gewicht. Sie ist im Grunde an, ich will nicht sagen an allen, aber noch an einem Großteil der Maßnahmen, die Herr Ulmer genannt hat, an den antijüdischen Maßnahmen ganz maßgeblich beteiligt. Also die man im Grunde als Zielsetzung zusammenfassen kann, Ausgrenzung und Entrechtung. Das ist sozusagen die erste Zielsetzung. Anders als auf anderen Feldern, also zum Beispiel der politische Gegner ist das Mittel die Haft, die Schutzhaft, die Einweisung in Gefängnisse oder Konzentrationslagern. Das ist gegenüber der jüdischen Bevölkerung zunächst mal anders. Da sind es also tatsächlich diese behördlichen, administrativen Maßnahmen. Bis zum November 1938, also im Zusammenhang mit dem Pogrom, gibt es eigentlich keine massenhafte Verhaftung der Jüdinnen und Juden durch die Gestapo. Im November 1938 ändert sich das dann allerdings schlagartig. Sozusagen so entwickelt sich im Grunde die Zuständigkeit der Gestapo nach und nach im Vorfeld der Deportation. Sie ist aber an allen wirklich maßgeblichen Schritten zur Entrechtung und Ausgrenzung tatsächlich immer beteiligt. Ja, vielen Dank. Wie Sie deutlich gemacht haben, hat die Gestapo also die Ausgrenzung und Verfolgung der Jüdinnen und Juden auch schon eigeninitiativ unterstützt und mit vorangetrieben. Und wenn wir jetzt auf das Jahr 1941 schauen, wie ging das dann vor sich, als die Befehle zur Deportation kamen? Also wie sah die Umsetzung vor Ort jetzt bei der Gestapo in Stuttgart aus? Ja, also Sie hatten es schon erwähnt, diese erste Deportation ist ja eine von vielen, vielen aus dem gesamten Deutschen Reich. Das war sozusagen eine konzentrierte Aktion, die wahrscheinlich von der Planung her im Sommer 1941 auf Reichsebene begann und dann hier sozusagen in Württemberg ab November umgesetzt wurde. Einer der zentralen Schriftstücke dazu zum Beispiel ist der Deportationserlass. Wir haben ihn in der Dauerausstellung im Hotel Silber, zeigen wir ihn zur Gänze, um sozusagen auch daran deutlich zu machen, wie die Gestapo hier agierte, also im Grunde als Behörde, gar nicht so sehr als Polizeiorganisation, sondern als Behörde agierte, vom 18. November 1941. Bemerkenswert an diesem Erlass ist vielleicht der Adressat, das waren nämlich die Landräte tatsächlich in Württemberg und Hohenzollern, die sozusagen mit der örtlichen Durchführung des ersten Schritts dieser Deportation beauftragt wurden. Das heißt sozusagen zusammen mit der örtlichen Gendarmerie oder Schutzpolizei in den Gemeinden des Landkreises eben unter bestimmten Bedingungen sozusagen für die Sammlung der jüdischen Bevölkerung zu sorgen und bestimmte Kriterien einzuhalten. Also in dem Erlass war geregelt, wie viel Gepäck darf mitgenommen werden, welche Gerätschaften darf mitgenommen werden. Es werden natürlich die Zeitpunkte geregelt. Ende November soll die jüdische Bevölkerung sozusagen aus ihren Wohnungen, sofern sie denn noch eigene Wohnungen überhaupt hatten, Herr Ulmer hat es erwähnt, sozusagen von der örtlichen Polizei geholt werden. Es gibt dazu relativ eindrückliche Fotodokumente auch, haben wir in der Dauerausstellung oder zeigen sie in der Dauerausstellung am Beispiel der Gemeinde Laupheim. Dort ist Gestapo nicht vor Ort. Das sind uniformierte Gendarmeriebeamten, die Menschen aus den Häusern holen und nach Stuttgart bringen. Hier übernimmt die Gestapo in dem Sammellager Killesberg. Und übernimmt dann hier die Verantwortung und regelt den weiteren Transport von hier aus. Bemerkenswert ist vielleicht, oder man muss es nochmal herausstreichen, ich hatte es gesagt, Adressat des Erlasses sind die Landräte. Das verweist eben auch auf einen sehr arbeitsteiligen Prozess. Also die Deportation der jüdischen Bevölkerung liegt in der Hauptverantwortung der Gestapo. Sie bedient sich allerdings auch vieler anderer staatlicher Akteure. Hier hatte ich Landräte erwähnt, es sind andere noch beteiligt. Kurze Zeit später kommt zum Beispiel die Finanzverwaltung mit ins Boot, wenn es um die Verwertung des dann an das Reich fallende Vermögen der deportierten Juden geht. Das übernimmt ganz wesentlich, wie gesagt, die Finanzverwaltung. Es gibt allerdings auch noch andere, auch das hat Herr Ulmer dankenswerterweise schon angesprochen, zum Beispiel die jüdische Mittelstelle.
eine Organisation der jüdischen Selbstverwaltung, die eben von seitens der Gestapo gezwungen wurde, an der Organisation dieser Deportationen auch mitzuwirken. Also wir haben auch Berichte von ehemaligen Mitarbeitern, die nach dem Krieg dann aussagen, dass sie im Grunde fast täglich im Hotel Silber vorsprechen mussten, in den Büros der Sachbearbeiter und dort sozusagen die Anweisungen empfingen, die sie dann eben organisatorisch umzusetzen hatten. Das heißt, auch an die Opfergruppe selber delegierte man natürlich zwangsweise bestimmte Aufgaben. Und letzter Schritt war im Grunde die Begleitung des Transports tatsächlich an den Zielort selbst. Also in diesem Fall sprechen wir ja von Riga, aber die späteren Deportationstransporte haben ja ganz andere Ziele auch gehabt, Izbica, Theresienstadt, Auschwitz. Also auch dort waren jeweils einzelne Beamte der Gestapo dabei. Ja, Herr Rinke, Sie hatten ja dankenswerterweise schon die zahlreichen weiteren Akteure angesprochen, die hier auch beteiligt waren an der Deportation, auch an der Verfolgung im Voraus. Herr Ulmers, Sie haben sich nicht zuletzt in Ihrer Publikation, die Sie mit herausgegeben haben, Ausgrenzung, Raub und Vernichtung, ja auch mit diesen weiteren Akteuren beschäftigt. Könnten Sie vielleicht ganz kurz mal skizzieren, welche Akteure wie miteinander da zusammenhing, wie dieses Netz funktioniert hat. Frau Berg, könnten Sie das Schaubild bitte zeigen? Ja, hier ist jetzt ein Schaubild zu sehen, Beteiligte und Profiteure bei diesem Prozess der Deportation, es gilt freilich auch für die Deportation, für die zweite große Deportation nach Theresienstadt im August 1942 und auch bei teilweise bei den kleineren, vor allem die im Jahr 1942, bei den späteren sind dann einzelne Akteure, spielen dann keine Rolle mehr, die Landräte beispielsweise. Aber Herr Frinke hat es ja schon gesagt, also der Befehl kam vom Reichssicherheitshauptamt, die Gestapo-Leitzentrale hier in der Mitte zu sehen, ist die zentrale Organisation und Institution der Deportation der Juden aus Württemberg und Hohenzollern. Und sie bedient sich der jüdischen Mittelstelle. Es ist eine Zwangsorganisation, die dann eben die Anweisungen von der Gestapo entgegennehmen muss. Und das heißt, die Befehle gehen gar nicht direkt an die jüdische Bevölkerung, sondern die Mittelstelle muss die jüdische Bevölkerung auffordern, sich für die Deportation bereitzuhalten und auch praktisch die Vermögensaufzeichnungen und alles und so weiter dann zusammenzustellen, den Hausrat und so weiter, bis dann eben die Polizei, teilweise in manchen Fällen sind es auch die Gestapo-Beamten auch von außen stellen, aber in der Regel ist es die Schutzpolizei, die Gendarmerie, wie es der Herr Rinke schon gesagt hat, die dann eben die jüdische Bevölkerung vor Ort abholt und dann über Busse, beispielsweise in Heilbronn, wie es die Anna Aurast schon untersucht hat. Es gibt ja teilweise ganz gute Untersuchungen bereits über den Ablauf der Deportation vor Ort aus den einzelnen Orten oder auch in vielen Fällen sind es dann auch Eisenbahnwaggons, die dann zusammengestellt werden. Und die Polizei hat die Aufgabe, die nach Stuttgart zu bringen und dort werden die dann eben der Gestapo spätestens im Sammellager in Killesberg übergeben. Und das Interessante ist insofern, dass die Gestapo-Leitstelle diesen Befehl also an die Landräte und an die Bürgermeister weitergibt. Die müssen vor Ort den ersten Schritt der Deportation nach Stuttgart umsetzen. Und die bedient sich dann eben auch der Ortspolizei, der örtlichen Polizei. Und diese holen eben die jüdische Bevölkerung ab. Und das zurückgelassene Vermögen, der Hausrat und auch die Kapitalvermögen, also die Bankeinlage etc., was überhaupt noch vorhanden ist, also die sogenannte Verwertung des Vermögens, da tritt dann eben das Oberfinanzpräsidium in Stuttgart dann in Erscheinung und in die Finanzämter. Dieses Vermögen wird rechtlos beschlagnahmt und
Das wird dann eben von Finanzbeamten vor Ort dann aufgenommen und eingebracht. Und das wird dann eben zunächst einmal werden die Finanzbehörden selber ausgestattet. Die statten sich ziemlich üppig aus mit Wandgemälde, beispielsweise mit teilweise gibt es auch Wohnungen und Wohnungseinrichtungen und so weiter, Teppiche, ganze ganze Zimmereinrichtungen gehen an die einzelnen Finanzbehörden. Andere Behörden sind auch dabei, Polizeibehörden werden auch ausgestattet und so weiter. Und das, was dann eben nicht verwertet wird, auf die Weise über staatliche Behörden oder über die NSDAP, Parteistelle oder Organisationen, wird dann eben durch Auktionäre und Finanzbeamte versteigert. Also, und da eben kommt die sogenannte Volksgemeinschaft zum Zuge, die ist hier auf der rechten Seite weiter unten zu sehen, die sich dann Gegenstände ersteigern können und auch teilweise auch in zwangsgeräumte Wohnungen kommen und eben immer dabei stehen, im Prinzip sozusagen das mitbekommen, wo durch den Besitzerwechsel sozusagen die jüdische Existenz in Deutschland vollends ausgelöscht wird, auch mit dem materiellen Übergang, der sogenannte Finanztod, der dann eben auch stattfindet, nicht nur der reale Tod, sondern im Prinzip auch die materiellen Verhältnisse werden dann rechtlos verwertet. Und die Banken und Sparkassen haben auch die Aufgabe, dann die Konten zu sperren, die Wertpapiere für Deportierte. Es wird dann angewiesen von den Finanzbehörden. Und es ist sozusagen die rechte Seite der Verwertung, in der mittleren die staatspolizeiliche. Und ganz oben links ist dann die NSDAP. Die NSDAP macht 1941 in vielen Städten und Kreisen Druck, diese Städte und Kreise judenfrei zu machen. Das führt auch dazu, dass es diese Zwangsaltenheime gibt und hat dann eben auch einen Einfluss, hat beschleunigt im Prinzip dann auch 1941 die Vorstufe der Deportation und auch die Deportation übt gewissermaßen Druck aus, aber auch der Druck ist von Seiten des Reichssicherheitshaupts, dann die Stapo-Leitzentrale da, also auch dieser Bereich wirkt rein und die Gestapo-Leitzentrale bestellt bei der Reichsbahn eben die Züge, die vom Nordbahnhof nach Riga fahren und die Züge, die jetzt beispielsweise von Haigerloch und Hechingen über Tübingen dann nach Stuttgart ins Sommerlager gehen, bestellt der Landrat, der Hechinger Landrat beispielsweise, das ist verbürgt, da gibt es eben Dokumente und die Spedition Bauern-Möhring hat beispielsweise 1941 noch den Auftrag, das Gepäck von den zu Deportierenden dann nach Stuttgart ins Sammellager zu bringen. Aber sie fahren dann nicht weiter, die Spedition bringt es dann nicht weiter nach Riga, sondern soweit in die Quelle gibt es unterschiedliche Äußerungen. Es gibt die einerseits die Äußerung, dass das Gepäck zumindest bei der ersten Deportation mitkam. Es gibt aber auch die Äußerung, dass die Spedition, dass es dann von der dort im Killesberg ist das Gepäck dann sofort beschlagnahmt worden. Also ich muss sagen, als Historiker weiß ich nicht genau, welche Aussage richtig ist, aber im Prinzip durften die Juden auch beim zweiten Mal auf jeden Fall bei der zweiten Deportation nach Izbica im April 1942 und auch später kein Gepäck mehr mitnehmen. Aber Speditionen waren im Prinzip zumindest bei der ersten Deportation beteiligt und die Kommunen und Postämter, die melden dann eben unbekannt verzogen. Es ist ein bürokratischer Akt und Sie sehen, im Prinzip sind sehr viele Akteure daran beteiligt, arbeitsteilig natürlich. Und man kann vielleicht auch die These wagen, dass ohne das aktive Handeln vieler Akteure wäre die Shoah in der Form sicherlich nicht möglich gewesen. Über die Motive können wir vielleicht in der Diskussion dann auch sprechen. Ja, vielen Dank, Herr Ulmer. Wir haben jetzt einiges über die Institutionen und Behörden gehört, die an der Deportation beteiligt waren. Wir würden jetzt gerne noch mal etwas konkreter auf die Personen, vor allem die Gestapo-Beamten, schauen. Herr Rinke, können Sie noch ein wenig ausführen, was das für Leute waren, die für die Gestapo im Hotel Silber gearbeitet haben und auch in die Deportation involviert waren? Wie kann man die charakterisieren? Die hatten ja teilweise ganz unterschiedliche Hintergründe. Herr Rinke, Ihr Mikro müsste noch an. Danke für den Hinweis. Jetzt geht's.
Ja. Was die Charakterisierung sozusagen einer ganzen Gruppe angeht, ist hier gar nicht so leicht, weil es eben nicht sehr viele waren. Aber vielleicht von Anfang an ein paar Namen. Also ganz wichtig ist natürlich Friedrich Muskey, damaliger Leiter der Gestapo, der eben auch zum Beispiel diesen zentralen Erlass und Folgeerlasse abzeichnete und damit eben auch letztlich sozusagen die oberste Verantwortung dafür trägt. Dann Hans Koch, Herr Ulmer hat ihn schon genannt, also Leiter dieses Sachgebietes bei der Gestapo, wenigstens von Kriegsbeginn bis zum Sommer 1942, dann hat der Nachfolger. Eine wichtige Figur in diesem Rahmen, Besonderheiten, ja, er war zum Beispiel sehr jung. Ne? Also er war 1939, als er dieses Sachgebiet übernahm, war er 25. Ja, das ist natürlich relativ jung oder sehr, sehr jung. Er war kein Polizist, er war Verwaltungsfachmann eigentlich und überzeugter Nationalsozialist. Also das ohne jede Frage, auch seine weitere Karriere, die ihn dann von Stuttgart in die besetzten Gebiete führt, zeigt das überdeutlich. Und dann kommen aber gar nicht mehr so viele. Also dieses sogenannte Judenreferat kommt in der Regel mit zwei Sachbearbeitern aus. Mehr ist es eigentlich nicht. Das liegt natürlich im Wesentlichen daran, an der jetzt schon mehrfach angesprochenen, an diesem arbeitsteiligen Prozess, also dass die Gestapo sehr viele Aufgaben einfach delegieren konnte oder es sich herausnahm, sie zu delegieren, wie bei der jüdischen Mittelstelle. Für die Deportation selbst war es schon nötig, dass man einige wenige Leute noch hinzuzog von anderen Sachgebieten, die dann eben für zeitlich ganz begrenzten Zeitraum, also für einige Wochen eben an der Organisation mitbeteiligt waren. Deswegen ist es auch schwierig, das tatsächlich zu charakterisieren. Man kann lediglich festhalten, dass zum Beispiel auf der Sachbearbeiterebene keineswegs darauf Wert gelegt wurde, dass das jetzt, sagen wir mal, Männer waren, die nun in ganz, ganz überbordener Art und Weise sozusagen ihren Anschluss an den Nationalsozialismus oder gesucht hätten. Es waren also keine Fanatiker in diesem Sinne. Vielleicht sogar ein bisschen im Gegenteil, also einer, Eugen Ott, der langjährig dort der Hauptsachbearbeiter war, war gleichzeitig einer der wenigen männlichen Beschäftigten der Gestapo, der nicht Mitglied der NSDAP war oder wurde. Damit will ich ihn jetzt auf keinen Fall in irgendeine oppositionelle Rolle dort irgendwie reininterpretieren. Das wäre wirklich tatsächlich ganz und gar falsch. Aber immerhin verzichtete er auf dieses ansonsten vollkommen bei der Gestapo vollkommen übliche Zeichen des oder Einverständniserklärung mit Ideologie und Politik der NSDAP. Also insofern fällt sozusagen eine überordnete Charakterisierung tatsächlich weg. Wir müssen sozusagen eher konstatieren, dass das aus Sicht der Gestapo im Grunde ein normaler Arbeitsbereich, ein normaler Zuständigkeitsbereich war, der sich sozusagen in den normalen Arbeitsablauf einfügte und zudem eine irgendwie gesonderte Qualifikation im Grunde gar nicht nachgefragt wurde. Ja, vielen Dank, Herr Rinke, für den Einblick in dieses Personal der Gestapo, aber auch, das hat Ihr Beitrag, das hat auch Herr Ulmers Beitrag ja nochmal gezeigt, wie erschreckend effizient auch diese Täter und alle anderen Beteiligten da auch vorgegangen sind. Ich würde jetzt den Blick gerne wieder zu den Opfern dieser Deportation lenken, zu den Jüdinnen und Juden und ins Thema, wir bewegen uns nach Riga, wir schauen nach Riga, ins Thema einleiten, wird wieder Linda Huber mit einem Zitat von Sophie Billig. Sophie Billig wurde 1902 im polnischen Pszczesko als Süßler Brühand geboren und bis kurz vor ihrer Deportation, sie ist auch am 1. Dezember 1941 vom Stuttgarter Nordbahnhof aus nach Riga deportiert worden, hat sie in Karlsruhe gelebt. Sie hat überlebt und war aber bis dahin noch in mehreren Lagern inhaftiert und wurde 1945 im Außenlager des KZ Neuengamme in Kiel befreit. Frau Huber, bitte. Am 27. November 1941 wurde ich von der Gestapo in Stuttgart verhaftet.
Es wurde ein Transport mit 1000 Personen zusammengestellt und nach Riga verschickt. Der ganze Transport kam in das Vernichtungslager Jungfernhof bei Riga. Kommandant des Lagers war Rudolf Seck, damals Unterscharführer der SS. Innerhalb weniger Wochen kamen viele tausend Menschen in dieses Lager. Oft nur eine einzige Nacht im Lager bekamen sie alles, was sie besaßen, abgenommen, um dann im benachbarten Hochwald ermordet zu werden. Die Frauen waren in baufälligen Scheunen und Viehställen untergebracht, die Männer in einer riesengroßen Wellblechhütte, circa 100 Meter lang und 15 Meter breit, mit großen Toren, die nicht zu schließen waren. Es waren 8 bis 10 Regale übereinander gebaut, mit so wenig Zwischenraum, dass man sich nur liegend bewegen konnte. Die Temperatur war innerhalb der Scheune zwischen minus 30 und minus 40 Grad Celsius, also genau dieselbe wie außerhalb. In dieser Baracke lagen zwischen 2500 und 3000 Menschen. Täglich erfror eine größere Anzahl. Ein besonderes Arbeitskommando war dazu da, um täglich die Toten aus den Regalen zu ziehen. Die Leichen wurden abseits der Scheune auf dem Hof gestapelt. Jeden Morgen fragte SS-Lagerkommandant Seck, wie viele Tote habt ihr? Ganz gleich, welche Zahl genannt wurde, darauf die Antwort, viel zu wenig. Alle paar Tage machte Rudolf Seck in der Männerbaracke Inspektion. Alle mussten die Scheune verlassen. Immer befanden sich darunter einige Menschen, die vor Hunger und Kälte zu kraftlos waren, um sich von ihrem Lager zu erheben. Diese wurden von Rudolf Seck erschossen. In regelmäßigen Abständen ließ Seck die Kranken aus der Krankenbaracke unter persönlicher Aufsicht, ohne Bekleidung und Schuhe, auf ein Lastauto hinaufwerfen und schickte sie weg, um sie ermorden zu lassen. Der geringste Verstoß gab Anlass genug, um Männer und Frauen zum gemeinsamen Appell antreten zu lassen und, sei es Mann oder Frau, in gemeinster Weise auf den nackten Hintern so lange zu schlagen, bis die Haut platzte und man ohnmächtig zusammenbrach. Sehr oft brüstete sich Seck, ich habe schon sehr viele Juden erschossen und es kommt mir gar nicht darauf an, weitere 500 oder 1000 erschießen zu lassen. Am 26. März 1942 hatte Seck selbst etwa 1650 Menschen ausgesucht, hatte sie in den benachbarten Hochwald mit Autobussen abtransportieren oder erschießen lassen. Ja, vielen Dank, Frau Huber. Was wir eben gehört haben, die Schilderung von Sophie Billig macht sehr nachdrücklich und auch erschreckend deutlich, wie ausweglos die Situation der nach Riga deportierten Jüdinnen und Juden war und auch welcher Grausamkeit, Brutalität und Menschenverachtung sie ausgesetzt waren mit dem letztlichen Ziel ihrer Vernichtung. Ursprünglich hätten die Deportierten in das Ghetto Riga kommen sollen, in dem sich allerdings zu dem Zeitpunkt so viele Menschen befanden, dass keine weiteren Personen dort untergebracht werden konnten. Und man beschloss dann, sie ins Lager Jungfernhof in der Nähe von Riga zu bringen. Herr Ulmer, mit dem Bericht von Sophie Billig haben wir schon einen sehr drastischen Eindruck von diesem Lager bekommen. Aber nochmal die Frage an Sie, was war das für ein Lager, auch im Vergleich zu anderen Lagern der Nationalsozialisten im Osten Europas? Welche Zustände herrschten dort? Ja, das KZ und Arbeitslager Jungfernhof war Teil dieses komplexen Lagersystems im Osten, die man eigentlich im Prinzip alle unter dem Stichwort Todeslager fassen kann. Also dort gab es zwar keine Gaskammer und auch kein Krematorium, wie jetzt zum Beispiel in Auschwitz, in Sobibor, in Treblinka oder in Majdanek oder Stutthof und Belzec. Also die Vernichtungslager, die auf polnischem Gebiet, besetzten polnischen Gebiet. Aber eben, das war ein ganz, dieses Konzentrations- und Arbeitslager war insofern ganz klassisch, weil es wurde sehr schnell eingerichtet, provisorisch eingerichtet. Es war in einem heruntergekommenen Gutshof, Jungfernhof. Und im Prinzip war, hat es die, das, die Zitat von der Sophie Billig sehr, sehr gut beschrieben. Es war tötet durch schlimmste Haftbedingungen, also klirrende Kälte ohne Schutz, das muss man sich in Osteuropa im Winter vorstellen. Da herrschen 30, 40 Grad minus. Die Leute sind schlecht bekleidet, sie erfrieren, wenn sie besonders schwach sind, wenn sie nicht mehr können. Sie haben Hunger, sie bekommen ganz wenig zu essen. Es drohen Krankheiten, es gibt keine medizinische Versorgung, es droht
droht dann sofort die Selektion und es herrscht brutale Zwangsarbeit. Das heißt, die Leute werden durch Arbeit vernichtet. Also sie müssen 10, 12, 14 Stunden arbeiten unter Hunger, Kälte und so weiter. Das muss man sich sehen. Da setzt man bewusst auf Dezimierung. Hinzu kommt die Willkür und die Grausamkeit der Wärter, ist schon beschrieben. Und der SS-Kommandant Rudolf Seck hat sich eben, der setzt sie ganz gezielt auf Tötung, also natürlich Tötung durch die schlimmsten Haftbedingungen und andererseits eben durch die Selektion der nicht arbeitsfähigen Menschen und Kranken, wie es Sophie Billig auch beschrieben hat. Auch das beschreibt auch der beispielsweise die Hannelore Marx oder auch Viktor Marx, nicht so intensiv, aber sie beschreiben im Prinzip genau die ähnlichen Umstände. Und zum Glück hat man auch solche Dokumente, die das nachweisen. Im Prinzip sind es wichtige Testimonies, zeigen die eben die Brutalität und die brutalen Haftbedingungen, die zur Ermordung letzten Endes führen und zur Tötung nachweisen. Und die sind auch vor Gericht nach 1945 sehr wichtig. Leider wurde das vielfach zu wenig eingesetzt durch die deutsche Justiz. Aber das ist ein anderes Thema, das möchte ich jetzt hier nicht, kann man vielleicht in der Diskussion nochmal ansprechen. Dann kommt es eben zu dieser Massenerschießung am 26. März 1942, wo die Mehrzahl der Menschen, die aus Stuttgart deportiert worden sind, betroffen sind, und zwar durch SS- und Polizeieinheiten und lettische Hilfstruppen in der sogenannten Tarnaktion Dynamünde. Den Kranken, den Frauen und den Kindern wird vorgegaukelt wieder, dass sie in Dynamünde in der Nähe dann an der Ostsee in einer Fischereifabrik arbeiten können und dort wohnen können und praktisch von dort aus vom Jungfernhof umgesiedelt werden. Und Angehörige wollen auch zwar mitgehen, Hannelore Marx möchte ihre Mutter begleiten, Viktor Marx möchte seine Frau und sein Kind begleiten. Sie werden alle drei erschossen dann. Und dann steigen die auf die LKWs und der LKW, der biegt dann ab. Dann kurz danach im Wald von Kerniki werden die dann am 26. März von diesen Einheiten, von deutscher SS- und Polizeieinheiten und lettischen Hilfstruppen dann erschossen. Die Massengräber sind schon vorbereitet. Die werden dann in den Massengräbern dort verscharrt. Und man sieht sozusagen, diese Tötungsart war auch in Malitrostinec, wo zum Beispiel Menschen, die von Theresienstadt waren, wurden dann auch württembergische Jüdinnen und Juden nach Malitrostinec in Weißrussland bei Minsk dann deportiert. Das war ein Lager, das ganz ähnlich strukturiert war. Und es ist nicht dasselbe wie in Sobibor oder in Belzec, wo Menschen dann ankommen und sofort durch Gas ermordet werden. Da findet gar kein Arbeitseinsatz mehr statt dort. Ja, an diesen Verbrechen im besetzten Osten Europas, die Herr Ulmer gerade beschrieben hat, waren auch Personen beteiligt, die zuvor im Hotel Silber tätig gewesen waren, zum Beispiel Walter Stahlecker und Rudolf Lange. Man kann auch von einem Netz oder Netzwerk der Gestapo mit Blick auf die Deportation und die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden sprechen. Herr Rinke, könnten Sie das, also dieses Netzwerk, etwas genauer beschreiben, auch anhand der beiden Personen, Stahlecker und Lange vielleicht? Ja, gern. Vielleicht da vorweg so etwas Grundsätzliches. Tatsächlich ist es so, dass das Personal der Gestapo hier in der örtlichen Dienststelle, meinetwegen Hotel Silber, zuständig für Württemberg, eben vor allem während des Zweiten Weltkrieges nicht nur hier in Württemberg Taten, also Verbrechen beging, sondern eben auch in den besetzten Gebieten. Das hat zunächst mal den einfachen Hintergrund, dass mit Kriegsbeginn hinter der Wehrmacht Einsatzgruppen und Einsatzkommandos einmarschierten. Das waren Polizeieinheiten, die sozusagen erstmal zivilen Widerstand brechen sollten, aber dann eben auch sehr schnell den Auftrag erhielten oder sich teilweise auch selbst dahingehend radikalisierten, im Grunde die völkische Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten umzusetzen. Und das Personal dieser Einsatzgruppen wurde zu einem guten Teil eben von der Gestapo gestellt, von Gestapo-Beamten, auch einige Frauen, die eben von diesen regionalen Dienststellen, von denen eben Stuttgart und Hotel Silber eines war, eben rekrutiert wurde und dann meistens für begrenzte Zeit in den besetzten Gebieten eingesetzt wurden und dort eben ganz, ganz maßgeblich für den Holocaust, für die Shoah verantwortlich waren. Also
man muss hier vielleicht schon die Dimensionen auch nochmal aufmachen, dass von den Opfern der Shoah ungefähr ein Drittel sozusagen zuletzt in diese Einsatzgruppen gehen. Also etwa 2 Millionen sind von diesen auf immer ähnliche Art und Weise, wie Herr Ulmer das beschrieben hat, eben ermordet worden. Und gerade in Riga ist es insofern eigentlich zufällig, aber aus unserer Perspektive dann gleichzeitig doch besonders, dass dort eben die örtlichen Kommandeure eben hier aus Württemberg stammten. Also Sie hatten Walter Stahlecker erwähnt, der war zwischen 1934 und 1937 Leiter im Hotel Silber der Gestapo und wird dann eben nach einigen anderen Stationen noch mit dem Überfall auf die Sowjetunion Chef der Einsatzgruppe A, die sich also für den nördlichen Bereich zuständig erklärt, vor allen Dingen eben fürs Baltikum. Also Walter Stahlecker ist sozusagen oberster Chef der Sicherheitspolizei und des SD in Riga oder im gesamten Baltikum. Und man kann dieses Netzwerk noch weiterspinnen. Sie hatten Rudolf Lange angesprochen. Im Grunde ganz vergleichbar. Er war stellvertretender Leiter im Hotel Silber bei der Gestapo und wird dann eben örtlicher Chef unter Walter Stahlecker in Riga. Also er ist einer der ranghöchsten und befehlsmächtigsten Kommandeure in Riga, als dort der Deportationszug aus Stuttgart ankommt. Das heißt, er ist ganz maßgeblich auch für die Vorgänge, die Herr Ulmer gerade geschildert hat, mitverantwortlich und auch persönlich, nicht nur organisatorisch, sondern auch persönlich. Es gibt zahlreiche glaubhafte Zaugenaussagen, wie sie ihn beschreiben, wie er bei solchen Massentötungen, bei dem Massenmord auch anwesend ist bei solchen Erschießungen. Das ist hier ein spezielles Beispiel in Riga, aber Sie können das im Grunde fürs gesamte besetzte Gebiet weiterspinnen. In anderen Ländern war es sozusagen, wurde anders agiert. Zum Beispiel in Frankreich wurde nicht vor Ort gemordet, sondern eben sozusagen das Mittel der Deportation wieder gewählt. Aber auch da waren natürlich Gestapo-Beamte auch hier aus Württemberg ganz maßgeblich beteiligt und Sie können im Grunde jedes besetzte Land aussuchen. In jedem finden Sie Beamte hier aus dem Hotel Silber, die auf unterschiedlichsten funktionalen Ebenen dort arbeiteten und entsprechend an diesen Verbrechen mitbeteiligt waren. Ja, danke für diese Ausführungen, die ja auch zeigen, wie sich das System der Verfolgung und Vernichtung ja perfektioniert hat, wenn man das zynischerweise so nennen kann und vielleicht nennen muss. Ja, und wie ist es, wenn wir auf die Täter und die Zeit nach 1945 schauen? Walter Stahlecker und Rudolf Lange haben ja den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt, andere Täter aus dem Hotel Silber durchaus. Wie ging es denn für diese Personen nach der NS-Zeit weiter? Das ist vielleicht schwierig, über einen Kamm zu scheren, aber es gibt wenigstens eine Gemeinsamkeit. Es ist tatsächlich niemand wegen der Deportation aus Württemberg und Hohenzollern strafrechtlich belangt worden. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Gemeinsamkeit. Das heißt jetzt nicht, dass sie alle ungeschoren davon kommen. Da muss man schon genauer hingucken. Also Sie hatten die beiden erwähnt. Walter Stahlecker ist beim Kampf mit Partisanen ums Leben gekommen. Rudolf Lange hat sich mit Kriegsende das Leben genommen. Hans Koch ist auch schon erwähnt worden, ist bereits im Januar 1946 von einem sowjetischen Gericht angeklagt, zum Tode verurteilt und auch hingerichtet worden, allerdings nicht wegen seiner Tätigkeiten hier in Württemberg, sondern wegen seiner Verbrechen, die er dann eben auch als Teil so einer Einsatzgruppe im Raum Minsk begangen hat. Für die anderen, sagen wir mal, für die Arbeitsebene der Gestapo, die hier sozusagen die Organisation der Deportation durchgeführt hat, diese wurden nach Ende des NS-Regimes zunächst mal interniert. Nicht so sehr allein sozusagen wegen ihrer Zugehörigkeit zur Gestapo und durchliefen dann diese Spruchkammerverfahren, also Entnazifizierungsverfahren, die in der Regel glimpflich für sie ausgingen, aber immerhin erstmal stand, sagen wir mal ganz grob, zwischen Ende des Krieges und 1948 in der Regel Internierung hier in der Region. Man muss sagen, dass ihnen sozusagen die Rückkehr in eine bürgerliche Existenz zunächst mal relativ schwer fiel. Also wir haben zum Beispiel
auf den Prozess, auf den ich vielleicht gleich noch zu sprechen kommen darf, der 1950 dann hier in Stuttgart stattfand, vor dem Schwurgericht Stuttgart, wo eben die Deportation der jüdischen Bevölkerung strafrechtlich verhandelt wurde. Kann man zum Beispiel, wird ja angegeben, welche Berufe haben jetzt gerade die Angeklagten. Und das liest sich sozusagen Arbeiter, Hilfsarbeiter, Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft und so. Also man kann ablesen sozusagen, dass das Ende des NS-Regimes auf jeden Fall in der Biografie natürlich ein scharfer Bruch auch für diese Beamten war, Internierung. Und dann sicherlich auch Schwierigkeiten in das, was man so bürgerliche Existenz nennt, zurückzukehren. Ganz kurz zu diesem Verfahren, also es wurden dort alle angeklagt aus dem Hotel Silber, die für die Gestapo gearbeitet hatten und mit diesen Deportationen zu tun hatten, sofern man ihnen denn habhaft werden konnte, 1950. Alle wurden am Ende freigesprochen. Nach einem durchaus sozusagen sehr, ja, aus meiner Sicht sage ich jetzt interessanten Verfahren. Das Gericht hatte durchaus natürlich zunächst mal den objektiven Tatbestand festgestellt. Sie haben auch sozusagen frühe Aufklärungsarbeit geleistet, möchte ich mal sagen. Also die sachliche Feststellung, die das Gericht getroffen hat, wie viele Transporte gab es eigentlich, wie viele Menschen waren betroffen, wer betroffen, den hat die Forschung den Jahrzehnten danach eigentlich nicht so viel hinzufügen müssen oder korrigieren müssen. Also man hat durchaus akkurat gearbeitet. Man hat auch die objektive Tatbeteiligung der Angeklagten festgestellt, aber dann eben am Ende entschieden erstens, dass sie sich in einer Art Notstand befanden. Also hätten sie dem Befehl oder ihren dienstlichen Anweisungen nicht Folge geleistet, hätten sie selber schlimme Folgen gewahr werden müssen. Etwas, was allerdings die Forschung heute schon längst korrigiert hat, diese Vorstellung. Zusammen mit dem Argument, sie hätten nicht wirklich wissen können, was den Deportierten, was sie erwartet in den besetzten Gebieten. Vor allen Dingen in Riga, das mag man für die ersten Deportationstransport vielleicht noch sozusagen gelten lassen, für spätere sicherlich nicht mehr. Tatsache ist aber eben, dass sie alle freigesprochen wurden. Und sozusagen mit der strafrechtlichen Ahndung war es das dann auch. Und einigen gelang dann allerdings auch die Rückkehr in diese Existenz. Ein bezeichnendes Beispiel, weil es auch wieder so eng mit dem Hotel Silber verknüpft ist, ist vielleicht Hermann Motzer, einer derjenigen, der für diese Organisation der einzelnen Deportationen hinzugezogen wurde zu diesem Sachgebiet, auch angeklagt wurde, natürlich auch freigesprochen wurde und der dann kurz darauf sozusagen ins Hotel Silber zurückkehrt, was ja mittlerweile der Dienstsitz dann der städtischen Kriminalpolizei der Stadt Stuttgart war. Also er kehrt sozusagen ins Hotel Silber dann als Beamter zurück und jetzt eben als Kriminalbeamter sozusagen der einer bundesrepublikanischen Sicherheitsbehörde, also der Kriminalpolizei der Stadt Stuttgart. Ein interessanter Aspekt, der auch den historischen Ort, glaube ich, nochmal besonders interessant macht. Vielleicht darf ich auch kurz noch auf etwas hinweisen. Wir haben dieser Konstellation Rückkehr ehemaliger Gestapo-Beamter auf der einen Seite und Rückkehr auch von ehemaligen Verfolgten ins Hotel Silber, auch dann sozusagen mit einem Rollenwechsel verbunden, dann als Kriminalbeamter, uns damit näher beschäftigt und ein Hörstück dazu entwickelt, ein interaktives 15:14 mit dem Titel, was eben genau diese Geschichten auch aufgreift. Ja, vielen Dank, Herr Rinke, für den Blick auf die Täter im Hotel Silber und auch auf die Nachgeschichte der Täter. Ich würde gerne nochmal auf die Opfer zurückkommen dieser Deportation. Herr Ulmer hatte vorhin schon erwähnt, es haben nur ganz wenige von diesen über 1000 Jüdinnen und Juden die Deportation oder in Riga überlebt. Herr Ulmer, vielleicht könnten Sie ganz kurz anhand von einem Beispiel skizzieren, wie es diesen Überlebenden denn erging nach 1945. Ja, also die Zahl der Überlebenden insgesamt von den Deportationen aus Württemberg waren es ja insgesamt 180 konnten überleben von den 2500 und bei dem einen von Riga waren es insgesamt 43.
Aber für viele war das Leiden nach der Befreiung im Mai 1945 nicht zu Ende. Also man kann sagen, von Verfolgung, Deportation, grausamem Lageralltag, der hier schon geschildert wurde und vom gewaltsamen Tode angehörigen traumatisiert und nur durch Zufall noch am Leben, stürzte diese Erfahrung viele in lebenslange Qualen. Also sie waren regelrecht traumatisiert. Viele konnten Jahrzehnte gar nicht über dieses Erlebte sprechen. Und war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der eben auch generationell dann auch auf die zweite, dritte Generation sich ausgewirkt hat. Da gibt es auch entsprechende Untersuchungen. Hinzu kam für die Überlebenden natürlich die Konfrontation in Deutschland mit dem anhaltenden Antisemitismus und der Erinnerungsabwehr in der deutschen Gesellschaft sowie einer Bürokratie, die mehr an der Verweigerung von Entschädigungen interessiert war. Ein Beispiel jetzt wäre, dass die zum Beispiel die Shoah-Überlebende Partha Schwarz aus Rexingen jahrelang für die Entschädigung der erlittenen Schläge in Riga gekämpft hat, bei Landesamt für Wiedergutmachung in Stuttgart. Die deutschen Amtsärzte lehnten einen verfolgungsbedingten Gesundheitsschaden ab. Da hat sie mehrfach versucht, sie hat eben eigene Gutachten von Vertrauensärzten gehabt, die das eindeutig rückführen konnten. Aber die deutschen Amtsärzte haben auf Stuh gestellt und haben gesagt, die Schädigung am Arm und an der Schulter sind nicht verfolgungsbedingt, wobei das durch die Schläge offensichtlich war. Das war übrigens häufig der Fall, dass Gesundheitsschäden nicht anerkannt wurden. Und außerdem für sie, was auch noch sehr für sie deprimierend war, sie wollte sich nämlich wieder in Rexingen niederlassen, aber sie spürte dort eine tendenziell feindliche Atmosphäre. Auch in Rexingen, wo früher ein gutes bis 33 und danach noch ein gutes Verhältnis zwischen Christen und Juden gab. Und sie hat sich dann entschlossen, in die USA auszuwandern. Ein weiterer Fall für eine skandalöse Restitution war die frühere Altenheimbewohnerin Jenny Moos. Sie stritt sich nämlich mit dem das Bayerische und sie war in München, sie ist nach München gezogen, kam eben aus Württemberg und das Württembergische und das Bayerische Landesamt für Wiedergutmachung stritten sich dann bis zu ihrem Tod 1953 über die Zuständigkeit und in dieser Zeit wurde natürlich auch keine Restitution erzahlt, obwohl sie diese Rente dringend gebraucht hätte. Auch da sieht man, dass Restitutionsbehörden oft auf Zeit gespielt haben und mehr, wie gesagt, an der Verweigerung der Entschädigung als an der tatsächlichen Entschädigung und der sogenannten Wiedergutmachung, wobei man diese Schäden bzw. dieses Schicksal ja nie wiedergutmachen kann. Also auch dieses Begriff der Wiedergutmachung ist ja ein Euphemismus. Deswegen spricht man in der Forschung dann wirklich immer von Entschädigung oder von Restitution. Und dann die meisten Überlebenden, die dann die zurückgekehrt sind, zum Beispiel auch Hannelore Marx oder auch Viktor Marx, dann die vorübergehend in Stuttgart, Tübingen und so weiter waren, 1946, die haben dann das Land der Täter verlassen und sie bauten sich mühsame Existenz dann in dem Fall in den USA bei Marx oder auch in Israel oder anderswo eine neue Existenz auf. Für viele Shoah-Überlebende war das Leiden also nach der Befreiung im Jahr 1945 wirklich nicht zu Ende, sondern es geht weiter und ich denke, das muss man immer mit berücksichtigen bei den Biografien, dass Überlebe eins ist, aber man muss halt auch ein Leben nach dem Überleben und das wäre für die meisten schwer genug. Ja, von fehlender Aufarbeitung, von vielleicht auch nur sehr widerwilliger Aufarbeitung, auch auf der juristischen Seite, möchten wir jetzt im letzten Teil unserer Veranstaltung heute den Blick noch auf die Erinnerungskultur richten. Auch die muss ja zum Teil sehr mühevoll errungen werden. Einleiten möchten wir auch diesen dritten Teil wieder mit einem kurzen Zitat von Linda Huber gelesen. Es stammt von dem ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, Dr. Wolfgang Schuster, und gesagt hat er die folgenden Zeilen 2010 geschrieben in einem Beitrag, wie wollen wir uns erinnern, den er im Rahmen einer öffentlichen Konferenz in Stuttgart gehalten hat. Da ging es damals um die Gestaltung des Quartiers am Karlsplatz, also auch eben um die Frage nach dem Gebäude, nach der Zukunft des Gebäudes des ehemaligen Hotels Silber. Frau Huber, das Zitat, bitte. Wie wollen wir uns erinnern?
Wir wissen, dass dort drüben am Karlsplatz in der Dorotheenstraße 10 der ehemalige Sitz der Gestapo war. Wir wissen, dass dort Unschuldige inhaftiert, gefoltert, ermordet wurden. Über diese und andere historische Tatsachen aus dem Dritten Reich dürfen wir nicht hinwegsehen. Die Frage ist jedoch, wie gehen wir mit diesem Teil unserer Geschichte um? Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den nachfolgenden Generationen zu vermitteln, dass Demokratie, Freiheitlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz nicht selbstverständlich gegeben sind. Sie müssen immer wieder neu gesichert und gestaltet werden. Menschenrechts- und Demokratieerziehung sind ständige Aufgaben und die Geschichte des Nationalsozialismus zwingt uns dazu, uns immer wieder damit auseinanderzusetzen. Ja, vielen Dank, Frau Huber. Die Frage, wie wir mit der Geschichte umgehen und wie wir uns erinnern wollen, die das Zitat, das wir eben gehört haben, aufwirft, ist ja eine ganz zentrale Frage. Gleichzeitig ist es aber auch kein einfaches Thema und ist auch lange Zeit und oft auf Widerstand gestoßen. Frau Wanderback, als Geschäftsführerin der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber möchte ich mich in dem Zusammenhang gern an Sie wenden. In der Initiative haben sich ja viele Organisationen und Vereine zusammengeschlossen, die für den Erhalt des Hotel Silber gekämpft haben, also den Erhalt des Gebäudes und damit auch für die Erinnerung an diese Geschichte. Und ja, mit Blick auf das Thema des heutigen Abends, wie hat sich denn das Gedenken an die Deportationen der Jüdinnen und Juden hier in Stuttgart entwickelt? Ja, vielen Dank, Frau Hammerstein und Herr Schulz, für die Einladung, bei so einer Veranstaltung etwas zur Gedenk- und Erinnerungskultur zu sagen, quasi in Vertretung für die vielen engagierten Menschen, die hier in Stuttgart und im Land diese Erinnerungskultur getragen haben und auch immer noch tragen. Das Hotel Silber ist ja eher einer von den jüngeren Knotenpunkten in einem ganzen Netzwerk und dass eben diese engagierten Leute und Organisationen, die auf dem Gebiet tätig sind, geknüpft haben. Und wenn ich mich das jetzt hier traue, dann nur, weil ich durch die Arbeit in dem Aktionsbündnis zur Rettung des Hotels Silber ganz viele von den Akteurinnen kennenlernen durfte und weil 26 von den Organisationen in Stuttgart inzwischen Mitglieder unseres Vereins sind. Gerecht werden kann ich dem wahrscheinlich nicht. Ich werde ein paar Schlaglichter herausgreifen. Und wenn ich mir eine persönliche Bemerkung erlauben darf, das Zitat von Herrn Schuster, an das kann ich mich noch erinnern. Der Schuster ist ein Oberbürgermeister gewesen, der tatsächlich glaubhaft versichern konnte, dass ihm die Erinnerungskultur in Stuttgart sehr wichtig ist. Die Steine waren es eben nicht unbedingt. Also bei dem Kampf ums Hotel Silber haben wir uns auf gegenüberliegenden Seiten befunden und gut gestritten. Zurück zu meinen Schlaglichtern. Ich würde gerne rausgreifen, ein paar von diesen Organisationen, die jetzt Mitglied in unserer Initiative sind, weil ja, ist für mich wichtig für ein Gesamtbild, aber ich kann jetzt nicht alle nennen. Ich würde die VVN, den Verein der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, rausgreifen, den Landesverband der Sinti und Roma und vier Organisationen aus dem LSBTTIQ-Spektrum, die bei uns Mitglied sind, weil die Organisationen vertreten, die aus einem selber Verfolgungsgeschichte haben, also Organisationen aus dem Spektrum der Verfolgten vertreten. Und dann kamen aber noch andere Organisationen dazu, die sich speziell um die Erinnerungskultur gekümmert haben, also die Stolperstein-Initiativen, die Anstifter, den Verein Zeichen der Erinnerung, den Stadtjugendring Stuttgart, die würde ich nennen, weil das so die größeren waren. Ich selber bin erst seit den 2000er Jahren auf dem Gebiet unterwegs, also später dazu gekommen über das Mauthausen-Komitee Stuttgart. Sie sehen mich jetzt also auf den Schultern sitzen von diesen Menschen, die wörtlich die Grundsteine für die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus in Stuttgart gelegt haben. Ich sitze übrigens auch im Hotel Silber, auch wenn man es nicht sieht, ich sitze im Gebäude. Da waren, also die Stimmung des, wir haben gerade gehört von dieser Stimmung nach dem Krieg, diese Stimmung des allgemeinen Beschweigens und die wurde durch zwei Gruppen maßgeblich gestört. Das waren die ehemaligen politischen Verfolgten, Gegnerinnen des Naziregimes, die zurückkamen nach Stuttgart und die sich um die Aufklärung der Verbrechen, aber auch um die Erinnerung und Mahnung gekümmert haben und die eingefordert haben.
Und da waren Überlebende der Shoah und ihre Angehörigen. Wir haben vorhin davon gehört, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn man gerade so mit dem eigenen geretteten Leben in eine Stadt zurückkommt und dann von ehemaligen Nachbarn und den Bewohnerinnen eben, die gerade dabei sind, zu versuchen, das alles zu vergessen, nur als Störung behandelt wird. Aus den Störungen der 60er und 70er Jahre stammen eine Reihe steinerne Mahnmale in unserer Stadt. Auch das Denkmal für die über 2000 deportierten Jüdinnen und Juden aus Württemberg und Hohenzollern, das auf dem Killesberg in Stuttgart steht, an der Stelle, wo die Halle des Reichsnährstands war, zu der die Deportierten gebracht worden sind als erstes. Es ging eine Landesgartenschau und eine Bundesgartenschau auf dem Killesberg ins Land, bevor die jüdische Gemeinde mit Unterstützung des Vereins für christlich-jüdische Zusammenarbeit 1962 die Errichtung eines Gedenksteins auf dem Killesberg erreichen konnte. Der Text darauf verklausuliert die Nazizeit noch distanzierend als Zeit des Unheils. Also der ganze Text lautet: Zum Gedenken an die mehr als 2000 jüdischen Mitbürger, die während der Zeit des Unheils in den Jahren 1941 und 1942 von hier aus ihren Leidensweg in die Konzentrationslager und in den Tod antraten. Und trotz dieses distanzierenden Blicks und trotz der Verklausulierung wurde dieser Stein noch als Störung empfunden von ganz vielen. Und er markiert aber einen Wendepunkt. Die neue Erinnerungskultur wurde, so habe ich recherchiert, war da noch nicht in Stuttgart, von den Kirchen in der Umgebung des Killesbergs, die begannen sich mit der Geschichte vor der Haustür ihrer Kirchen auseinanderzusetzen. Das waren Kirchen, die sich um ein neues und gutes und solidarisches Verhältnis mit der jüdischen Gemeinde bemühten. Und die Gründung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit hat da wohl eine tragende Rolle. Die ehemaligen politisch Verfolgten setzen trotz allem auch noch viel Energie ein, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, das gemeinschaftliche Beschweigen zu stören. Und die mussten auch immer wieder darauf hinweisen, dass man einfach noch nicht fertig ist mit diesem Faschismus. Da gab es so ein paar Menschen, von denen zum Teil habe ich die kennengelernt. Ich kann auch nicht alle Namen. Da gab es Alfred Hauser, da gab es Hans Gasparitsch, da gab es Otto Wahl. Ich selber durfte eine Frau kennenlernen, Gertrud Müller, eine unglaubliche Frau, die unermüdlich darauf hingewiesen hat, wir sind hier noch nicht fertig. Mitte der 70er Jahre wurde das Mahnmal für die Verfolgten des Naziregimes auf dem Schlossplatz in Sichtweise des Hotel Silber eingeweiht. Da waren 25 Jahre rum. Und Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er Jahre gab es dann viele neue Impulse und eine neue Richtung in der Erinnerungspolitik aus ganz vielen Gründen. Der Mauerfall hat da sicher auch eine Rolle gespielt. Es gab aber auch inzwischen nicht nur Kinder von Zeitzeugen, sondern auch Enkel, die Fragen stellten, und man war immer noch nicht fertig mit dem Faschismus. Die ersten offiziellen Gedenkfeiern am Killesberg, die von diesem Ort an diesem Mahnmal für die von diesem Ort aus deportierten Jüdinnen und Juden fand 1989 auf Initiative der Brenz-Gemeinde statt. Ein Jahr zuvor hatte es deutschlandweit und auch in Stuttgart Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag der sogenannten Pogromnacht gegeben und auch in Stuttgart. Die Gedenkfeiern waren verbunden mit der Aufforderung, sich mit der eigenen Haltung zur Ausgrenzung, Diskriminierung auseinanderzusetzen und bei den Jüngeren mit der Frage, was dieser Teil der Geschichte mit dem eigenen Leben zu tun hat. Und in dieser Zeit gründeten sich zahlreiche neue Organisationen und Initiativen in Stuttgart. Ehemalige politische Verfolgte initiierten antifaschistische Stadtrundgänge. Die sind heute fester Bestandteil des Programms beim Stadtjugendring Stuttgart. Stadtteilinitiativen erforschten die Geschichte vor ihrer Haustür und interviewten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Das Mauthausen-Komitee Stuttgart ist so entstanden zum Beispiel.
Wenig später, Anfang der 2000er Jahre, gingen daraus auch die Stolperstein-Initiativen hervor, Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Recherchen über deportierte Bewohnerinnen ihres Stadtteils an dem wachsenden Mahnmal des Künstlers Gunter Demnig beteiligten. Dadurch, also weil ich mit einigen von denen Kontakt hatte, weiß ich, dass viele wertvolle Kontakte und Freundschaften zu Zeitzeuginnen und Angehörigen von ehemaligen Verfolgten aus dieser Zeit stammen. Und davon haben wir bei der Einrichtung der Ausstellung im Hotel Silber auch profitiert. Und aus diesen Kontakten sind zum Beispiel auch Freundschaften entstanden zu zwei Personen, die ich jetzt einfach nennen möchte. Die eine hat heute Geburtstag, das ist Charlotte Isler, eine Entkommene, die heute in New York lebt, die wird 97 heute, und Henry Kendler. Und von Henry Kendlers Familiengeschichte erzählen mehrere wichtige Exponate im Hotel Silber. Jetzt mache ich einen Sprung. In den 90er Jahren, 1991, gab es nämlich noch einmal eine besondere Gedenktafel, die sich auf die Deportation der Jüdinnen und Juden bezieht. Die wurde an der Martinskirche angebracht, am Nordbahnhof. Und die hat von ihrem Text her, ist sie schon wieder so ein bisschen deutlicher. Und ich würde ihn auch gerne mal zitieren. Da steht drauf, zur Erinnerung, zum Gedenken, zur Mahnung. An dieser Kirche vorbei wurden zahllose, vor allem jüdische Opfer des nationalsozialistischen Unrechtsregimes zu den Bahngleisen des Nordbahnhofs geführt und in Elend und Tod geschickt. Unter den Augen der evangelischen Martinsgemeinde wurden sie deportiert. Inzwischen waren 50 Jahre vergangen. Das Gleisbett im inneren Nordbahnhof, aus dem die Deportationszüge gefahren wurden, ist ein weiterer Ort, der mit der Deportation zu tun hat. So viel erstmal. Ja, vielen Dank, Frau Bannerback, für die Schilderung dieser Erinnerungsvielfalt und Initiativenvielfalt. Nicht zuletzt hat ja für die Erinnerung, die wir heute haben, auch Stuttgart 21 eine Rolle gespielt. Könnten Sie da vielleicht kurz erläutern, inwiefern das der Fall war, also was dieses Bahnhofsprojekt mit der Erinnerung zu tun hat? Ja, ich hab ja gerade schon Bahnhof gesagt, also aus dem Nordbahnhof fuhren, ja, haben wir ja heute auch schon ein paar Mal gehört, diese Züge der Deportationen. Und im Zuge von Stuttgart 21 wurde tatsächlich dieser Teil des Bahnhofs frei. Es gründete sich eine Initiative, die fand, dass man da auch mit diesem Ort etwas machen muss, dass man den erhalten muss. Das war eine Zusammenarbeit von wieder engagierten Bürgern, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Der Bezirksbeirat war da, es gab eine Geschichtswerkstatt vor Ort. Der damalige Bezirksvorsteher Josef Kleegraf war sehr engagiert da dabei. Der vielen vielleicht noch bekannte Professor Roland Ostertag, die Stiftung Geiststraße, und mit Hilfe, also in Zusammenarbeit konnte eben erreicht werden, dass dieser Teil des Gleisbetts erhalten bleibt. Beate Müller, die spätere Leiterin der Einrichtung Lernort Gedenkstätte, da komme ich gleich noch drauf, die hat die 2000 Namen recherchiert von den deportierten jüdischen Bürgerinnen und Bürgern. Und es wurde ein Studentenwettbewerb ausgeschrieben für eine Gedenkstätte am inneren Nordbahnhof. 2006 konnte dann mit der Umsetzung des Siegerentwurfs die Gedenkstätte Zeichen der Erinnerung eingeweiht werden. Beate Müller und die Jugendhausgesellschaft haben das Projekt Lernort Gedenkstätte ins Leben gerufen. Ich habe noch was vergessen. 2008 wurden, also zuerst wurden am Zeichen der Erinnerung die
2000 Namen der deportierten Jüdinnen und Juden angebracht. Die kann man dort sehen, an der Stätte, wo die Züge abgefahren sind. Und 2008 wurde, weil auch dort die Deportationszüge der Sinti und Roma in die Vernichtungslager abgefahren sind, die Namenswand ergänzt durch die Namen der deportierten Sinti und Roma. Der Lernort Gedenkstätte heißt heute Lernort Geschichte und bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich mit der Geschichte des Orts auseinanderzusetzen und dieses Wissen dann auch als Peer Guides weiterzugeben. Die haben auch soweit ich weiß, zum Gedenktag in diesem Jahr ein extra Programm aufgelegt. Es gibt ganz tolle Führungen von jungen Leuten für junge Leute. Also wir haben jetzt ein Ensemble mit Zeichen der Erinnerung und dem später noch von der Künstlerin Ülke Süngün erweiterten Gedenkstein auf dem Killesberg. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Da gab's, also der war ja tatsächlich ein bisschen unscheinbar für unsere heutigen Begriffe und auch nicht sehr deutlich. Und 2013 gab es eine Erweiterung durch die Künstlerin Ülke Süngün. Das ist jetzt ein raumdefinierendes, raumgreifendes Objekt und es gibt auch drei Stelen, auf denen man Informationen zu dem Ort, also tatsächlich Informationen zu dem Ort bekommen kann. Und damit würde ich jetzt vorerst den Kreis tatsächlich schließen. Und natürlich, bevor ich den schließe, muss ich jetzt nochmal sagen, um den wirklich zu schließen, es gibt natürlich diese Geschichte jetzt auch als Teil der Dauerausstellung im Hotel Silber. Insofern gehört das mir zum Ensemble. Ja, vielen Dank, Frau Bannerback, für den Einblick, für diesen vielfältigen Einblick in diese Erinnerungskultur hier vor Ort in Stuttgart. Wir möchten den Blick noch ein bisschen weiten und schauen nochmal nach Riga und da auch in die Zeit nach 1945. Dafür würde ich gerne den Professor Dr. Roland Müller begrüßen, der uns jetzt einen kurzen Einblick in die Erinnerungskultur in Riga geben wird noch. Er selbst kennt den Ort sehr gut. Er war 10 Jahre lang bis 2020 Vertreter der Landeshauptstadt Stuttgart im Deutschen Riga-Komitee. Das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile mehr als 60 Städten. Und diese Städte haben sich seit der Gründung des Komitees damals im Jahr 2000 einer umfassenden Erinnerung an die Deportierten nach Riga verpflichtet gefühlt und es immer weiter auch vorangetrieben. Roland Müller war nach Station im Landesarchiv Baden-Württemberg von 96 bis eigentlich jetzt zum 30. Dezember 2021 Leiter des Stadtarchivs Stuttgarts. Er ist zwar pensioniert, aber immer noch sehr rege und aktiv. Er ist zum Beispiel Honorarprofessor an der Universität Stuttgart, forscht weiterhin. Er hat viel zur Geschichte des Nationalsozialismus, der jüdischen Geschichte geforscht und ist auch in zahlreichen erinnerungskulturellen Bereichen aktiv gewesen. Herr Müller, ich hatte eben ja schon gesagt, Sie kennen den Ort Riga sehr gut und die dortige Erinnerungskultur und Sie haben uns ja auch ein paar visuelle Eindrücke aus Riga mitgebracht und ich bin gespannt auf diese Abrundung des heutigen Abends durch Ihre Eindrücke von der Erinnerungskultur in Riga. Ja, vielen Dank. Wenn Sie also noch Kondition haben, dann will ich Sie mit nach Riga, die Hauptstadt Lettlands, nehmen und auf die einleiten in einem wirklich raschen Durchgang. Die allgemeine Situation des nicht ganz einfachen Gedenkens in Lettland schildern und dann entlang der historischen Ereignisse auch die Orte und eben die heutige Situation beschreiben. Lettland hatte seit der dritten polnischen Teilung 1795 zum Zarenreich gehört, Ende 1918 bis 20 die Souveränität erkämpft bis 1940 und ist dann wieder seit 1991 souverän. Zentraler Bezugspunkt der Erinnerungskultur in Lettland ist deshalb das Verhältnis zur Sowjetunion bzw. zu Russland.
Im Übrigen ist die Hälfte der Bürger Rigas infolge der sowjetischen Ansiedlungspolitik ethnisch-russisch, insgesamt ist es ein Drittel. Ein konstitutiver Ort des historischen Selbstvergewisserns ist das 1935 eingeweihte Freiheitsdenkmal in Riga zwischen Alt- und Neustadt-Zentral. 1934 hatte ein autoritäres Regime die Macht übernommen, da dessen judenfeindliche Vorschriften nach der sowjetischen Besetzung im Juni 40 aufgehoben wurden, begrüßten viele lettische Juden den Einmarsch. Hingegen sah ein Großteil der lettischen Bevölkerung, die Juden auch für den sowjetischen Terror mitverantwortlich machten, in den am 1. Juli 41 in Riga einmarschierenden Deutschen ihrerseits Befreier. Während der deutschen Besatzung wurden unter Beteiligung lettischer Kollaborateure über 70.000 von etwa 90.000 lettischen Juden ermordet und 15.000 hatten vorher vor allem in die noch freie Sowjetunion fliehen können. Und die Letten empfanden den Einmarsch sowjetischer Truppen 1944 nicht als Befreiung, sondern als neuerliche Fremdherrschaft und Unterdrückung. Die UdSSR unterdrückte jüdisches Leben, wie wir wissen, ebenso wie eine Erinnerung an die Shoah. Und in Lettland wurde die Kollaboration bis hin zur Beteiligung an der lettischen Legion der Waffen-SS, die auch an Verbrechen beteiligt war, entweder beschwiegen oder mit den Schrecken der sowjetischen Herrschaft legitimierend verrechnet. In der ersten Phase nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 91 änderte sich nur wenig. Antisemitismus blieb verbreitet, SS-Veteranen galten manchen als Freiheitskämpfer und marschierten öffentlich auf. Sukzessive wurde diese Erinnerungskultur in Frage gestellt, auch als Folge der Annäherung an die EU im Allgemeinen und wohl auch nicht zuletzt die Kontakte gerade in der Erinnerungskultur nach Deutschland. Neben den beiden Gedenktagen an die Deportation in die Sowjetunion am 25. März, das war 1949, und am 14. Juni 1941 wird seit 2009 jeweils am 23. August der Opfer der kommunistischen Herrschaft und des NS-Regimes gemeinsam gedacht. Das 1993 aus bürgerschaftlicher Initiative begründete Okkupationsmuseum kooperierte erstmals 2011 mit dem Museum Juden in Lettland und wird seit 2016 umgestaltet, demnächst wird es wieder eröffnet. Eine herausragende Rolle kam bei diesem Prozess dem jetzt 96-jährigen Margirs Vestermanis zu. Der Shoah-Überlebende und Historiker im lettischen Staatsarchiv wurde entlassen, als er 1965 einen Beitrag über die Shoah zu einer Festschrift 20 Jahre Kriegsende ablieferte. Umso intensiver widmete er sich dann der jüdischen Geschichte und eröffnete noch vor der offiziellen Unabhängigkeit das erwähnte Museum und Dokumentationszentrum Juden in Lettland. Vestermanis wurde dann Dozent für jüdische Geschichte Lettlands und den Holocaust in Lettland an der Universität, 1998 Mitglied einer Historikerkommission, die eben die Erforschung der Geschichte Lettlands unter deutscher und unter sowjetischer Herrschaft im 20. Jahrhundert und der Kollaboration untersuchen solle, wobei nach seiner eigenen Aussage er bei diesem Thema aber auch auf Vorbehalte stieß. Das ist Vestermanis am 4. Juli 2017 beim inzwischen eingeführten Nationalen Holocaust-Gedenktag am offiziellen Gedenkort der Großen Choralsynagoge. Am 4. Juli 1941 nämlich hatte ein lettisches Kommando unter Führung von Viktor Areis, natürlich geduldet und begünstigt von den Besatzern, über 300 jüdische Menschen in die Synagoge gesperrt und dann das Gotteshaus in Brand gesetzt. Die Ruinen sind in den 1990er Jahren freigelegt worden. Die sowjetische Verwaltung hatte das Gelände planiert und einen Park angelegt. In direkter Nachbarschaft befindet sich das Denkmal der Judenretter, für Letten also, die jüdische Menschen gerettet haben. Die Symbolik, sie stemmen sich gegen die Wand, die das jüdische Volk zu erschlagen droht. Dem bekanntesten dieser Helfer, dem Hafenarbeiter Janis Lipke, der in einem Erdbunker zwischen 1941 und 1944 knapp 50 Juden versteckte und rettete mit anderen Helfern, ist seit 2012 beim authentischen Ort im Stadtteil Kipsala ein eigenes Museum gewesen. Das Schicksal der Juden Rigas und der reichsdeutschen deportierten Juden, wir haben ja zwei Stränge der Shoah, verbahnt sich in furchtbarer Weise in dem im Herbst 1941 in der ärmlichen
Moskauer Vorstadt eingerichteten Ghetto, in das fast 30.000 Menschen gepresst wurden. Am 10. November 1941 trat Friedrich Jeckeln als höherer SS- und Polizeiführer an. Er hatte Ende September 1941 das Massaker von Babi Yar bei Kiew mit über 33.000 Opfern organisiert und sollte nun für Deportationszüge aus dem Altreich Platz schaffen. Am 30. November 1941 trieben Deutsche und Hecken Kolonnen von jeweils etwa 1.000 Menschen über 8 Kilometer in das Wäldchen von Humbula. Die Spezialisten des Massenmords im Team Jeckeln hatten Zahl und Ausmaß der Gruben exakt berechnet. Sie ermordeten mit dem Kommando Arais an diesem Nigaer Blutsonntag und am darauffolgenden Sonntag, 8. Dezember, über 25.000 Menschen. Es gab wundersamerweise 6 Überlebende. Nach 2 vergeblichen Versuchen der jüdischen Gemeinde erlaubte die sowjetische Administration 1964 in Humbula einen Gedenkstein, bei dem die Inschrift für die Opfer des Faschismus neben Russisch und Lettisch auch in Hebräisch gesetzt wurde. Es war die einzige, nach Aussage eben der lettischen sozusagen Ansprechpartner, die einzige sehr indirekte Andeutung der Shoah in der ganzen Sowjetunion. 2002 wurde dort eine Gedenkstätte nach Plänen des lettischen Architekten Sergej Riss eröffnet. Am Eingang befinden sich Informationen, das ist dort, wo auch dieses alte Denkmal steht, zum zentralen Platz führen Wege mit Straßennamen aus dem Ghetto und Steine mit ermordeten Familien zu einer Menorah. Der stockende Vormarsch an der Ostfront zwang die Mörder zur Improvisation. 5 Züge zwischen dem 17. und 25. November waren ins lettische Kaunas umgelenkt, die Deportierten erschossen wurden. Die Züge aus Nürnberg, Stuttgart, Hamburg und Wien trafen ein, als das Ghetto noch nicht, man muss es so sagen, leergeschossen worden war. Die Deportierten kamen, wir haben es gehört, in das als SS-Mustergut vorgesehene, provisorisch zu einem Lager umfunktionierten Jungfern. Erst ein am 10. Dezember ankommende Kölner Transport führte die Deportierten ins Ghetto. Das vorher eben eingerichtete Ghetto wurde nun sozusagen halbiert und im nördlichen Teil jenseits der Luzaslella oder man hat dann Leipziger Straße genannt, war das lettische kleine Ghetto, wie man so sagt, und das südliche nach dem Prager Tor, in der Mitte der Blechplatz mit der Hinrichtung, mit dem Galgen, war das Reichsjudenghetto, wie man es gesagt hat. Man sieht von diesem Ghetto, das heute eben noch ein sozialer Brennpunkt, ein ärmliches Viertel und im Wesentlichen noch aus den früheren Gebäuden besteht. Es sind einige abgerissen, einige neu gebaut worden, ist weiterhin ein sozialer Brennpunkt. Erinnert derzeit nichts an das Ghetto. Man findet manchmal beim Durchgang aber ganz überraschende Zeugnisse. Am Rande des Quartiers befand sich der alte jüdische Friedhof, der am 4. Juli 1941 auch zerstört worden und in der Sowjetzeit 1960 zum Platz der kommunistischen Brigaden umgestaltet wurde. Nach der Rückbenennung 1990 wurde dann im Juli 1994 mit Spenden aus Deutschland an der Südseite ein Gedenkstein eingeweiht. Ziel der Deportationszüge war der Vorortbahnhof Skirotava. Dort wird mit einer Skulptur und einer dreisprachigen Gedenktafel erinnert an die Deportationen von rund 60.000 Letten nach Sibirien. Die größten, ich habe es glaube ich erwähnt, am 14. Juni 1941 und am 25. März 1949, wobei das große Deportationsdenkmal, das große lettische Deportationsdenkmal an einem anderen Bahnhof in Tornakalns liegt. 1,5 Kilometer etwa von Skirotava in einem wunderschön an der Donau gelegenen Naherholungsgebiet erinnern Mauernreste an dieses ehemalige Gut Jungfern. In einer provisorisch anmutenden Hütte wurde jedenfalls bei meinem letzten Besuch 2019 die Geschichte des Guts bis 1940 erläutert. Jüngst nun, habe ich vom Komitee gehört, konnten Forscher aus den USA in Kooperation mit dem Museum Juden in Lettland ein Massengrab von rund 100
800 Menschen eben im Areal lokalisieren. Ich bin gespannt, wie dies weitergeht. Bekanntlich, es wurde ja erwähnt, ist ein großer Teil der Stuttgarter Deportierten in den März 1942 im Stadtwald von Nikamirki ermordet worden. Dort waren bereits von Juli bis November etwa 7000 Regenserjuden umgebracht und in Massengräbern links eines Wegs, heute eine große Straße, verscharrt worden. Die 42 Gruben der rund 35.000 Ermordeten der Jahre 42 bis 44 liegen auf der rechten Seite. Dort befindet sich ein 2001 eingeweihtes, eindrucksvolles Denkmal des bereits in Rumbula erwähnten Architekten Sergiris. Im Schrein einer symbolischen Kapelle, so sagt er, sind Urnen mit Namensrollen der Deportierten nach Städten eingelegt. Eingemeißelt ist der Schrei Hiobs, ach Erde, bedecke mein Blut nicht und mein Schreien finde keine Ruhe statt. Um den Schrein stehen in 45 Planquadraten dicht gedrängt, wie die Menschen vor ihrer Ermordung Granitstücke. Im Waldgebiet sind die Massengräber eingefasst. Stelen symbolisieren drei Opfergruppen. Der Davidstern eben die jüdischen Opfer, eine Dornenkrone, die Kriegsgefangene, und es waren eben rund 10.000 sowjetische Kriegsgefangene, die auch dort umgebracht worden sind, und ein Kreuz steht für alle übrigen. Vor der Wende gab es 1986 immerhin bereits Pläne für eine Gedenkstätte in Bikaniecki, die dann auch im Zuge der Wende nicht realisiert werden konnte. 10 Jahre später verbanden sich Initiativen aus Wien und beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, und unter dessen Ägide entstand zur Finanzierung eben des Denkmals im Jahr 2000 das Deutsche Riga. Stuttgart gehörte zu den Gründungsstätten, denn ursprünglich waren auch zunächst nur in Anführungszeichen die Abfahrtsorte der Deportationszüge dort vertreten, das war das Ziel. Inzwischen sind aus Nordrhein-Westfalen auch viele Kommunen Mitglied geworden, aus denen die Deportierten stammen. Das ist aber sozusagen ein auf Nordrhein-Westfalen. Die Namen der Städte des Riga-Komitees stehen am Gedenkort auf polierten Granitsteinen am Rand der Planquadrate. Wer heutzutage als Tourist Riga mit seinem berühmten Jugendstilquartier besucht, wird am ehesten im 2010 eröffneten Ghetto-Museum mit der Shoah konfrontiert. Es liegt in der restaurierten Speicherstadt, aber abseits des historischen Ghettos. Das Museum wurde von dem, wenn ich das recht weiß, aus den USA gekommenen jüdischen religiösen Verein Shamir in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Rigas begründet. Es handelt sich also um eine Inszenierung in und um frühere Lagergebäude, Stacheldraht und Güterwaggon evozieren bekannte Bilder. Das Grundstück soll mit Steinen aus den Straßen des Ghettos gepflastert sein. Und hier befindet sich auch eine Gedenkwand mit den Namen der ermordeten lettischen und der nach Lettland deportierten Juden. Der Verein Shamir ist am Öffnungsjahr 2010 aus dem 2003 gegründeten Rat der jüdischen Gemeinden Litauens ausgeschieden. Auch kooperiert er, soweit mir bekannt, nicht mit der jüdischen Gemeinde und in Sonderheit mit dem in seiner Performance etwas bescheideneren Museum Lettland, schon mehrfach erwähnt, sondern für die Forschung unverzichtbaren Dokumentationszentrum. Dieses ist im ehemaligen jüdischen Theater- und Gesellschaftshaus untergebracht, heute ein Zentrum der jüdischen Gemeinde. Also scheint auch in der jüdischen Community das Erinnern schwierig. Soweit dieser kursorische Durchgang. Gestatten Sie mir eine abschließende Bemerkung. Aufgrund der historischen Entwicklung Lettlands ist das Verhältnis zu Russland nach wie vor prägend und schwierig. Dennoch hat sich im Blick auf die NS-Zeit und die Shoah eine differenziertere Sicht entwickelt. Nachgeborene mit anderen Erfahrungen suchen neue Wege, wobei ich noch nicht geforscht habe und nicht zentral Teil an dieser Bewegung bin. Ich verfolge es eben sehr interessiert und die Vernetzungen bestehen. Was kann nun aber unser Ansatz sein, wenn wir Verbindungen nach Lettland pflegen? Das hierzulande politisch zuweilen notwendige demonstrative Sendungsbewusstsein ist in diesem Fall meines Erachtens fehl am Platz. Provokativ formuliert, kommen nach den Massenmordern von 1941 heute die Erinnerungsweltmeister aus Deutschland? Oder konkreter die Frage,
wollen wir bemängeln, dass am Bahnhof Skirotawa, Klammer auf, nur Klammer zu, an die Deportation von Letten nach Sibirien erinnert wird oder um den ehemaligen Jungfernhof ein Naherholungsgebiet entstanden ist. Eine Erinnerungskultur mit einer europäischen Perspektive jedenfalls setzt die Kenntnis und den Nachvollzug der mancherorts komplexen und komplizierten Erinnerungstraditionen voraus. Sie wird nur in einem gemeinschaftlichen Prozess gelingen. Danke. Vielen Dank, Herr Müller, für den sehr, sehr interessanten Input zum Thema Erinnerungskultur in Riga. Ich muss sagen, viele Punkte, die Sie erwähnt haben, waren auch mir jetzt komplett neu. Also ein sehr, sehr interessantes Thema, was man auch sicherlich gut und gerne nochmal in größerem Rahmen auch weiterverfolgen kann. Sie hatten ja auch die europäische Dimension erwähnt und hatten gesagt, es sind noch viele Fragen offen, die auch in Zukunft weiterverfolgt werden können. Und mit diesem Thema würde ich gerne nochmal nach Stuttgart zurückkehren und nochmal die Frage kurz an Elke Bannerback richten. Wir haben jetzt über die Geschichte gesprochen und wir haben über die Erinnerungskultur an die Geschichte gesprochen. Frau Bannerback, die Initiative Lernen und Gedenkort Hotel Silber ist ja darüber hinaus eigentlich fast auch schon in der politischen Bildung aktiv. Also setzt über das reine Gedenken auch wirklich eine sehr aufklärerische, eine sehr politische Arbeit. Vielleicht könnten Sie ganz kurz nochmal diese Arbeit der Initiative ein bisschen vorstellen, bitte. Danke für die Gelegenheit. Zwei Punkte würde ich vielleicht sagen. Punkt eins, wir sind immer noch nicht fertig mit dem Faschismus. Und es ist wunderbar, dass es jetzt einen Ort wie das Hotel Silber gibt, der zur Aufklärung über die Nazizeit in Stuttgart beitragen kann. Und das ist notwendig. Das zeigen ja nicht nur die jüngsten Geschichtsverdrehungen und Aneignungen von Rechtsaußen im Zuge dieser Corona-Proteste. Wir haben immer noch ein Problem mit Antisemitismus, mit Antiziganismus und Rassismus und anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Und die Probleme werden nicht weniger, sie werden nur gewöhnlicher. Und dann haben wir zudem in Stuttgart eine Menge Menschengruppen, die zu Recht anmerken, dass sie in der Erinnerungskultur und dieser Gesellschaft und dieser Stadt überhaupt nicht vorkommen. Also das sind oft Menschen, deren Eltern oder Großeltern hier eingewandert sind zum Beispiel. Und wir können ja mal damit beginnen, denen zuzuhören, in Gespräche zu kommen. Und das Hotel Silber ist ein guter Ort, wo man das tun kann, wenn man das denn wieder kann. Und wir wollen dafür ein Forum bieten und an der Erweiterung der Perspektiven mitarbeiten, zum Beispiel durch ein Programm, das da heißt Meine, Deine, Unsere Geschichte. Und das andere, weil Sie gesagt haben, politische Aufklärung, eben, ich habe ja schon gesagt, ich finde es total notwendig, weil es sich immer mehr verschleiert. Wir haben jetzt gerade eine Veranstaltungsreihe laufen, die sich einfach mit der neuen Rechten beschäftigt und die in einzelnen Themenbereichen untersucht. Finden wir wichtig. Ja, so viel hätte ich dazu zu sagen. Vielen Dank für die Gelegenheit dazu. Ja, vielen Dank, Frau Bannerback. Was für ein schönes Schlussplädoyer, sozusagen die Erinnerungskultur, die an die Geschichte, die wir hier zum Teil noch miterlebt haben, zum Teil tradiert bekommen haben, auch über die wir heute Abend gesprochen haben, diese Erinnerungskultur als Forum zu nutzen, auch für andere Menschen ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und dann entfaltet, glaube ich, Erinnerungskultur auch eine enorm integrative und integrierende Kraft. Vielen Dank dafür, Frau Bannerback. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt mal kurz in den Chat schauen. Und da sehe ich, dass Herr Ulmer sozusagen schon die Funktion übernommen hat und hat die Frage, die hier kam, die Rückfrage, dankenswerterweise direkt beantwortet. Ich sehe keine weiteren Fragen im Chat. Ich glaube, es war auch so viel an Inhalt, an sehr interessanten Themen auch, über die wir gesprochen haben, dass wir, glaube ich, hier vielleicht auch den Abend langsam
beschließen können. Wenn Sie sich weiter beschäftigen möchten mit diesem Thema, es gibt ja noch sehr viel darüber zu sagen, auch die Referentin, die Referenten könnten vermutlich jede in einem einzelnen Vortragsabend nochmal diese Themen ausbreiten. Wenn Sie sich weiter beschäftigen möchten mit den Themen, dann empfehlen wir Ihnen aber stellvertretend für alle einen Blick auf das Gedenkstättenportal der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen und der LPB. Die Frau Berg hat den Link dankenswerterweise in den Chat gestellt. Sie finden dieses Portal unter www.gedenkstätten-bw.de. Dort finden Sie auch, wenn Sie sich durchklicken, auf Schwerpunkte klicken, Hinweise zu weiteren Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der Deportation nach Riga. Eine Anmerkung dazu, heute wurden leider zwei Veranstaltungen aufgrund der Corona-Lage abgesagt. Deswegen würde ich Sie bitten, wenn Sie sich interessieren, bevor Sie vielleicht losfahren zu der Veranstaltung, schauen Sie nochmal bei den Veranstaltern auf der Seite nach, ob die Veranstaltung auch tatsächlich stattfinden kann. Darüber hinaus möchte ich Sie auch stellvertretend darauf hinweisen, dass natürlich auch viele andere Orte in Württemberg Angebote zu diesem Thema, zur Deportation der Jüdinnen und Juden aus Württemberg, auch zu den weiteren Deportationen machen. Wir haben einige Orte der jüdischen Geschichte, Museen, die jüdische Geschichte vermitteln und Gedenkstätten, die sich der jüdischen Erinnerung verschrieben haben, die über diese Themen vermitteln und über diese Themen auch noch viel erzählen können. Auch dort finden Sie auf dem Gedenkstättenportal stellvertretend für all die Initiativen über eine Suchmaske auch diese anderen Orte mit all ihren unzähligen Angeboten. Diese Angebote haben wir auch vorgestellt im neuen Materialienheft der Landeszentrale für politische Bildung eben zu diesem Thema. Das Heft sollte eigentlich schon in Papierform vorliegen. Leider sind durch die Druckereiprobleme, da ist immer noch der Papiermangel, der sich da auswirkt, ist dieses Heft noch nicht aus dem Druck zurückgekommen. Allerdings finden Sie auch auf dem Gedenkstättenportal www.gedenkstätten-bw.de schon die Online-Version, in der Sie sich das ganze Heft herunterladen können. Und auch dort hat Herr Ulmer die Initiativen nochmal vorgestellt und einige Ausstellungen und Angebote auch vorgestellt. Ja, Martin Ulmer war vorwiegend an diesem Heft beteiligt. Ich habe vorhin gesehen in der Teilnehmerliste, die Frau Hepp war hier zu Gast. Auch sie hat daran mitgewirkt. Neben ihr auch noch der Lars Meyer aus Laupheim und der Markus Fiederer, auch er eine Lehrkraft, die Arbeitsmaterialien dazu erstellt haben. Einen letzten Veranstaltungshinweis möchte ich Ihnen noch gesondert geben. Am 1. Dezember, also zum Jahrestag der Deportation, wird es in Stuttgart veranstaltet vom Zeichen der Erinnerung und dem Lernort Geschichte drei oder vier Veranstaltungen geben, die an die Opfer erinnern und aus unterschiedlichen Perspektiven und in der Gedenkfeier um 16 Uhr dann dieser Deportation und dem Gedenken an die Opfer auch den würdigen Rahmen geben werden. Auch zu dieser Veranstaltung finden Sie einen Flyer und die Informationen zu den Uhrzeiten auf unserem Gedenkstättenportal. Gut, dann sind nach wie vor keine Fragen eingetroffen. Soweit ich das sehe, sind wir am Ende unserer Veranstaltung angelangt und mir bleibt noch der Dank. Ganz herzlich möchten wir uns bei allen bedanken, die an dieser Veranstaltung beteiligt waren, namentlich bei Lea Berg vom Geschichtsort Hotel Silber für die Organisation und Unterstützung bei der Vorbereitung der Veranstaltung und auch der sehr kurzfristigen Umstellung auf das digitale Format. Das hat ja jetzt glücklicherweise sehr gut und reibungslos funktioniert, also vielen, vielen Dank dafür. Und dann wollen wir uns bedanken bei Linda Huber für die Unterstützung bei der Recherche zu den Zitaten und das Vortragen auch der Textauszüge und natürlich bei unseren Kooperationspartnern und den Podiumsgästen Elke Bannerback, Friedemann Rinke, Dr. Martin Ulmer und Professor Roland Müller. Ja, bei Ihnen allen hier in der Zoom-Konferenz bedanken wir uns für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie vor allem gesund. Vielen Dank.